Mein Ziel für heute ist, dass wir durch diesen Abschnitt durchkommen, also die Einführung, wo ich Ihnen mal so ganz grob sage, was Datenbanken sind, damit wir so alle auf demselben Sprachniveau dann auch sind und was vielleicht so ein kleiner Ausblick in den späteren Vorlesungsfortlauf sein wird, so ein bisschen Dinge, Begriffe erwähnen, die Sie dann später immer wieder hören werden, dann haben Sie sie hier beim ersten Mal eigentlich schon gehört. Also wir sprechen so ein bisschen über die konkreten Anwendungen, in denen Datenbanken tatsächlich wichtig geworden sind. Ein kleiner historischer Rückblick, keine Angst, ich frage Sie nicht nach Jahreszahlen in der Klausur oder so, aber dass man so ein kleines bisschen einordnen kann, wie sind Datenbanken entstanden, wer war es und was waren die ursprünglichen Ideale, die dabei hatten. So ein bisschen die Begriffe, also was ist eine Datenbank, was ist der Unterschied zu einem Datenbankmanagementsystem, die wollen wir heute so ein bisschen klären und am Ende einen kleinen Ausblick auf das, was eigentlich für die meisten Datenbanken sind, wenn Sie Datenbanken sagen, relationale Datenbanksysteme. Da sprechen wir am Ende noch so ein kleines bisschen drüber. Das wird dann so ein großer Teil der späteren Vorlesung sein, dass wir uns mit relationalen Ansichten beschäftigen. Datenintensive Anwendungen, naja, die gab es schon immer, sobald man irgendwas mit Rechnerinfrastruktur erledigen wollte. Also so sag mal, seit den 1950er, 60ern. Irgendwelche Firmen müssen irgendwelche Aufträge verwalten und Kundendaten dazu abspeichern. Wer soll die Rechnung kriegen, solche Geschichten oder wer hat welche Artikel bestellt. Das sind Sachen, die sind eher stark strukturiert, sodass man eben weiß, ein bestimmtes Produkt hat bestimmte Artikelnummer und irgendein bestimmter Kunde hat eine bestimmte Adresse und kauft üblicherweise alle 2 Wochen Produkt X. Sowas möchte man irgendwie abspeichern und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass das einfach nur in große Dateien zu legen vielleicht nicht die beste Idee ist. Auch bei Buchhaltung ist es ein ähnliches Problem. Es ist jetzt nicht so, dass da Petabytes von Daten typischerweise entstehen, gerade bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen nicht. Aber wenn man sich merken möchte, wer verdient wie viel in meiner Firma, wann will ich das Gehalt wohin zahlen oder so, dann möchte man das irgendwie so ablegen, dass man möglichst schnell darauf zugreifen kann und die Information, gerade für die Mitarbeitenden der Firmen dann wichtig, natürlich nicht verliert, gerade was sowas wie Kontonummern oder so angeht. Also sowas sollte irgendwo liegen, idealerweise nicht in einem einzelnen Textfile irgendwo auf einem Rechner, der dann irgendwann mal abbrennt, sondern man möchte es halt so ablegen, dass man gegebenenfalls Jahrzehnte damit arbeiten kann. Auch sowas wie CAD-Systeme oder so, in denen irgendwelche Zeichnungen abgelegt werden oder Content-Management-Systeme, wo alles Mögliche drin ist, Texte, Bilder und so weiter, überlegt man sich, wie speichert man die denn so ab, dass man möglichst schnell Zugriff drauf hat und meistens die Metainformationen zu diesen abgelegten Daten auch noch direkt griffbereit hat. Krankenversicherung ist auch irgendwas, wo man sich erhofft, dass die Leute wissen, dass man da versichert ist und dass das auch irgendwie funktioniert, dass die Ärzte wissen, dass man da versichert ist. Und wie funktioniert sowas? Im Hintergrund liegen wahrscheinlich auch Datenbanken, Online-Shops, alles was so Produktbeschreibung angeht, solange die jetzt nicht mehrere Seiten lang sind, könnte man die wahrscheinlich alle immer sehr gut in Datenbanken ablegen und auch alle möglichen Kundendaten da wieder, wie bei Firmen. Also sobald das Ganze online geht, muss ich mir sowas auch immer merken. Dann sowas wie Produktplanungs- und Steuerungssysteme, PPS-Systeme, also da geht es darum, dass ich irgendwie Maschinen in einer großen Fabrik habe und ich will mir merken, was wird denn gerade worauf produziert, wofür ist was gut, was muss ich gegebenenfalls wie umstecken, das sind alles relativ strukturierte Informationen, klassischer Anwendungsfall für Datenbanken. Und am Ende vielleicht auch sowas wie Social Media, also die Netzwerke, die Sie benutzen, am Ende liegt da irgendwo auch immer eine Datenbank, zumindest von Nutzerinformation, also wer ist mit welcher E-Mail-Adresse wo gemeldet und solche Geschichten sollten im Prinzip irgendwo in der Datenbank liegen und nicht einfach in einer großen Textdatei. Diese datenintensiven Anwendungen, datenintensiv, wie gesagt, als Hinweis, bedeutet nicht Petabytes unbedingt immer, sondern vielleicht auch mal nur ein paar Gigabyte oder so, also das, was vor 20, 30 Jahren riesig war, heutzutage vielleicht eher nicht mehr, aber das muss nicht riesig sein, aber intensiv in dem Sinne, dass die wichtig sind für die entsprechenden Firmen oder für die entsprechenden Personen diese Daten und häufig irgendwie zugegriffen werden können. Und die müssen natürlich auch über viele Jahre irgendwo vorgehalten werden. Das meine ich hier an der Stelle mit datenintensiv. Man braucht die immer und man braucht sie zuverlässig. Die Frage, die man sich stellt, ist, wie kriegt man das hin? Naja, wir sind hier im Bereich der Datenbankvorlesung, also man wird Datenbanken dafür einsetzen, in den meisten dieser Fälle. Ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen konkreter ist, HRS, ich weiß nicht, ob Sie das irgendwann mal benutzt haben, ist ein relativ großer Hotelreservierungsdienst mit einem Online-Portal. Die Screenshots, die Sie auf der rechten Seite sehen, das sind Screenshots von deren Webseite. Das war irgendwann mal, wahrscheinlich immer noch, zweitgrößter Hotelanbieter der Welt. Okay, Hotel ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so doll, es gibt auch viele Privatpersonen, die ihre Sachen irgendwo online anbieten. Aber wenn man gerade nach Hotels sucht, war HRS eines der
größeren und ist auch noch eines der größeren Unternehmen. Irgendwie vor ein paar Jahren zweitgrößte Tourismus-Webseite in Europa. Das ist jetzt nicht ganz klein. Im Hintergrund von dem, was man also als Webbenutzer irgendwie so als Webseite wahrnimmt, liegen riesige Datenbanken. Und in diesen Datenbanken bei HRS, alte Zahlen, also von 2015 oder 2011, aktuellere habe ich nicht gefunden, oder Professor Stein auch nicht, im Hintergrund liegen Informationen zu 290.000 Hotels weltweit. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, also die Zahl ist vielleicht jetzt nicht so ehrfurchtgebietend, aber zu jedem von diesen Hotels muss man sich unheimlich viele verschiedene Sachen merken. Also sowas wie Metadaten fängt damit an, wo liegt es denn, wie viel Zimmer hat es und dann diese ganzen Gebiete, die man in so einem Hotel will, hat es einen Swimmingpool oder nicht, gibt es irgendwie eine Rezeption oder nicht, solche Geschichten. Das muss man sich alles irgendwie abspeichern, sind relativ strukturierte Informationen, strukturiert in dem Sinne, dass man eigentlich davon ausgeht, dass jedes Hotel diese Informationen irgendwie hat. Und man will sie aber so abspeichern, dass man sie für so eine Webanfrage eines Kunden, einer Kundin, die sagt, will gerne irgendwo übernachten, möglichst schnell zurückliefern kann. Das braucht man auf jeden Fall eine Datenbank für. Im Jahr 2011 hat der HRS, also ist jetzt über 10 Jahre her, wird wahrscheinlich so ähnlich geblieben sein, ungefähr 30 Millionen Buchungen. Also jemand hat ein Hotel über HRS gebucht. Zu jeder Buchung werden auch ungefähr 100 Metadaten jeweils abgespeichert. Das bedeutet sowas wie Kundeninformationen, Kreditkarte oder Konto, von dem abgebucht werden soll, solche Geschichten. Ungefähr 100 zu jeder dieser Buchungen. Natürlich auch sowas wie von bis, also wann bis wann wird der Hotelaufenthalt gebucht, solche Geschichten. Manchmal auch mit Bewertungen, also jemand, der dann dort war, sagt dann noch, fand ich gut oder nicht so gut, vielleicht auf einer gewissen Skala. Auch das sind im Prinzip Metainformationen zu so einer Buchung, die ich dann natürlich als Anbieter auf meiner Webseite irgendwie aufbereiten möchte. Dazu brauche ich natürlich auch wieder irgendwas, was diese Informationen möglichst schnell aus dem Datenpool im Hintergrund holt. Stichwort wieder, könnte eine Datenbank sein. Im Jahr 2011 gab es ungefähr 3 Millionen Benutzer, Benutzerinnen, die dieses HRS-Portal benutzt haben. So ein Zuwachs von ungefähr 200.000 pro Jahr. Jeder Nutzer, jede Nutzerin hat aber auch nicht nur eine Suchanfrage da normalerweise gestellt, sondern ein paar. Also wenn ich da einmal was gebucht habe, dann habe ich das vielleicht auch ein-, zweimal benutzt in dem Jahr. Und solche Geschichten möchte ich mir natürlich auch irgendwo ablegen. Motivation, irgendwie darüber nachzudenken, wie man die Daten ablegt, und in vielen Fällen hat man sich dann dafür entschieden zu sagen, das speichern wir in einer Datenbank. Die erste Datenbank oder eine der ersten, Bibliothek von Alexandria, klingt jetzt vielleicht nicht nach einer Datenbank, aber wenn man sagt, man geht ein bisschen Schritt zurück, abstrahiert davon und sagt, was sind denn früher Daten gewesen vor ein paar Jahrtausenden? Naja, Bücher. Und zu den Büchern hat man sich vielleicht ein paar Sachen gemerkt, Metainformationen, wer hat es geschrieben oder eine Bibliothek von Alexandria vielleicht eher Papyrusrollen und noch keine so richtig gedruckten Bücher, so wie wir sie vielleicht noch kennen. Aber zu jeder dieser Papyrusrollen sowas wie, wer hat es geschrieben, wo haben wir sie her, wer hat es vielleicht gespendet oder in irgendeinem Raubzug irgendwo für uns organisiert. Das wurde alles in der Bibliothek abgelegt mit dem Ziel, quasi das Wissen der Welt zu sammeln. Das, was vielleicht irgendwie heute die großen Internetkonzerne sich auf die Fahnen schreiben, zumindest nach außen hin. Das war früher die Bibliothek von Alexandria. War quasi das Zentrum der wissenschaftlichen Welt, so vielleicht 400-500 Jahre vor Christus. Alle möglichen wichtigen griechischen Namen, die Sie so kennen, waren irgendwann mal dort und haben da Papyrusrollen gelesen und brauchten natürlich irgendwie ein System, was darauf zugreifen kann. Also wenn Sie sich vorstellen, ein paar hunderttausend Papyrusrollen in irgendeinem Gebäude, da muss irgendjemand wissen, wo so eine Rolle ist, wenn jemand fragt, kann ich denn jetzt mal gerade das von Herrn Pythagoras lesen, was er da über Dreiecke geschrieben hat oder so. Dazu brauche ich also irgendwie Zugriffsinformationen und das ist die Analogie zu, was man heute in Datenbanken vielleicht einen Index nennen würde. Also irgendjemand, damals Person, muss wissen, was liegt wo. Ich brauche so eine Art Katalog. Und das war der Herr Kallimachus, der sich das überlegt hat. Solche Bibliothekskataloge sind immer noch aktuell. Bibliothek von Alexandria heute. Sie haben wahrscheinlich irgendwann mal gehört, dass die abgebrannt sein soll. Ist jetzt unglaublich, dass wirklich passiert ist und wann. Aber sie gab es halt nicht mehr. Das ist die Bibliothek heute. Neu aufgebaut vor ungefähr 20 Jahren, soll wieder eine sehr große Bibliothek werden. Wenn Sie so ein bisschen genauer hinschauen, erinnert Sie das wahrscheinlich an was, was man ab und an mal sieht. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schalter, aber ich glaube, die ist nicht beweglich. Also die ist da irgendwie fest, dieses Ding hier, kann man nicht kippen. Hat aber Platz für ziemlich viele Bücher. Und wieder braucht man bei diesen ziemlich vielen Büchern eine Idee, wie kommt man drauf. Die Grundidee, das was so eine Art
Bibliothekskatalog ist, die stammt eben aus der alten Bibliothek von Alexandria von Herrn Kallimachos, der gesagt hat, ich schreibe jetzt mal zu jeder Papyrusrolle, beziehungsweise nicht er alleine, aber die Bibliothekare in der Bibliothek, wir schreiben mal zu jeder Papyrusrolle auf, was uns an wichtigen Metainformationen in den Sinn kommt. Und das, was am allerwichtigsten war, war sowas wie Titel und Autor. Also wer hat es geschrieben und wie heißt das Ding? Und wo liegt es? In welchem Regal oder in welchem Stockwerk der Bibliothek? Das Ganze war Teil des sogenannten Museums. Das lese ich jetzt immer nicht alles vor. Diese Bemerkungsfolien, die kommen immer mal zwischendrin. Manchmal für mich als Hinweis, was ich eigentlich hätte sagen wollen und später für Sie, falls Sie noch mal ein paar Dinge genauer nachlesen wollen. Auf denen kommen spätestens auch immer irgendwelche Links. Die können Sie anklicken, wenn Sie da ein bisschen mehr noch lesen wollen. Hier steht jetzt im Prinzip nur drauf, wer alles dort war von den mir bekannten Namen und dass Herr Kallimachos da diesen Katalog quasi entworfen hat. Kleine Zwischenmitmachfrage, was denken Sie denn, wie viele Bücher gibt es eigentlich? Also verschiedene. Wenn ich jetzt sage, mich interessiert von einem Buch nur, das ist irgendwann mal geschrieben worden, die Auflagenstärke zähle ich nicht mit. Was würden Sie sagen, wie viele Bücher würden Sie schätzen, gibt es weltweit aktuell, ohne die verbrannten Papyrusrollen aus Alexandria? Die man heutzutage vielleicht unterstellt, in Google Books oder sowas finden zu können oder in irgendeiner Bibliothek, wenn es das für Sie leichter macht. Also die Frage war, aktuell oder immer? Ja? Idee? 3 Milliarden. 3 Milliarden, okay. Kann sein, die Zahlen, die ich gefunden habe, sind ein bisschen niedriger. Wie gesagt, ich zähle nicht mit, wie hoch die Auflage war, sondern einfach nur, es wurde was veröffentlicht und das zähle ich dann einmal. Google sagt in den Bibliotheken, die Sie kennen, also dieses Google Books Projekt haben Sie wahrscheinlich irgendwann mal verfolgt, sagt Google so 140 Millionen Titel. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie 3 Milliarden, aber vielleicht kennt Google ja einfach nicht alles. Kann man ja auch manchmal hoffen, dass die einfach nicht alles wissen. Internet Archive ist quasi so ein offenes Pendant dazu. Da gibt es auch ganz viele Bücher, die sind nicht bei 130, 140 Millionen, sondern so bei niedrigen zweistelligen Millionenzahlen. Aber die versuchen auch, Bücher zu digitalisieren, so ähnlich wie Google das gemacht hat, aber eben sind noch nicht ganz so weit, dass sie noch nicht ganz so viele kennen. Aber so ein paar Millionen gibt es schon. Damals, wie gesagt, in der Bibliothek von Alexandria so geschätzt 700.000 Papyrusrollen, als das Ding dann irgendwann verbrannt ist. Springen wir mal ein paar Jahrtausende voran und sagen, okay, im Prinzip hat sich in den 2000 Jahren, seit es die Bibliothek von Alexandria gab, nicht wirklich viel verändert. Irgendwann gab es dann aber mal Computer. So, wenn Sie so ein bisschen Informatik mal in die Geschichte geschaut haben, irgendwo in den 1940er Jahren, sagt man ja, hat irgendwann mal jemand den ersten Rechner, und die Frage ist, wer war es eigentlich, in verschiedenen Stellen wurden elektronische oder zumindest elektrische Rechenmaschinen entwickelt. Irgendwann sagt man, einer davon war wahrscheinlich ein Computer, aber wer genau das jetzt war, Religionskrieg, muss man sich nicht unbedingt dran beteiligen. Aber so in den 1960ern haben die Leute dann gesagt, die Dinger werden langsam so nützlich, dass wir versuchen, auch Daten damit zu speichern und auf die wieder zuzugreifen. Und Anfang der 1960er war das große Problem, dass alle möglichen Sachen, die auf solchen Rechnern gespeichert wurden, irgendwie in Dateien lagen. Und die Dateien, wie die gespeichert wurden, tatsächlich physisch auf irgendeinem Speichermedium, das war extrem geräteabhängig. Also Hersteller X hatte eine andere Idee, wie das gespeichert wird als Hersteller Y. Wenn Sie irgendwie Grundlagenvorlesungen schon mal gehört haben im Bereich Informatik, können Sie sich vielleicht an sowas erinnern, warum liest man da eigentlich einen Bitstring? Ist das linke oder das rechte Bit das, was 2 hoch 0 sozusagen sein soll? Also Big oder Little Endian oder so. Das ist so ein klassisches Problem, was erstmal ohne Standards passieren kann. Und verschiedene Hersteller von verschiedenen Hardware-Modellen haben halt gesagt, bei uns sehen die Speichermedien so aus und wenn ihr Dateien ablegt, ja, dann werden die halt so abgelegt. Anwendungen Anfang der 1960er haben auch einfach immer direkt auf die Daten zugegriffen. Und das große Problem steht dann jetzt hier unten links, das Ganze war also extrem geräteabhängig. Wenn ich jetzt irgendwie meine Anwendung von einem Gerät auf das andere portieren wollte, muss ich erst mal lernen, wie da eigentlich der Speicher verwaltet wird. Unpraktisch, weil eigentlich heutzutage geht man ja davon aus, dass irgendwie alles auf allen Plattformen läuft, ohne dass man irgendwie selber was machen muss. Das war damals nicht so. Also alles, was man irgendwo abgelegt hat, hatte extrem damit zu tun, wie der Speicher dann da tatsächlich verwaltet wurde. Fand man nicht so gut, aus verschiedenen Gründen, weil man eben sich eigentlich nicht drum kümmern möchte, wie Daten abgelegt werden, sondern dass einfach Daten irgendwo sind. Also man möchte sich irgendwie auf Standards einigen, gab es Anfang der 1960er noch nicht.
Aber am Ende hat man festgestellt, dass das Ganze so unendlich ist, also wenn man hier mit verschiedenen Anwendungen auf verschiedenen Dateien, auf verschiedenen Geräten arbeiten will, das ist so unabhängig, so ungünstig, dass man irgendwie sagt, Geräteunabhängigkeit war eines der großen Ziele Anfang 1960er Jahre. Man wollte Systeme entwickeln, die geräteunabhängiger Daten ablegen können. So dass ich also als Anwendung nicht mehr direkt auf den Speicher zugreifen muss oder darf manchmal eigentlich auch. Also das, was physisch irgendwo liegt, will ich davon abstrahieren, dass ich als Anwendung irgendwie darauf zugreifen möchte. Ich will nicht wissen, wie das im Speicher liegt. Und das war so eine allererste Idee, die so in Richtung Entwicklung von Datenbanksystemen dann ging, dass man sagt, irgendwie brauche ich vielleicht eine Schicht dazwischen, die mir als Anwendung einfach immer gleich aussieht, ohne dass es mich interessieren muss, wie die Daten dann tatsächlich, also ob die zum Beispiel von links nach rechts oder von rechts nach links gelesen werden müssen, die Bitstrings. Und für sowas brauche ich ein Dateiverwaltungssystem, das mir idealerweise Geräteunabhängigkeit dann garantiert, egal auf was auch für einem Speichermedium etwas liegt. Also es soll halt auf damals Magnetbändern genauso aussehen wie heute auf SSDs oder USB-Sticks oder so. Das war eines der Ziele. Hat man dann so Ende der 60er Jahre langsam in den Griff bekommen, dass man gesagt hat, okay, es gibt irgendwie ein Verwaltungssystem, was also eine Schicht zwischen dem eigentlichen physischen Speicher und den Anwendungsprogrammen sein soll, die irgendwie mit den Daten arbeiten wollen. Wir sind immer noch nicht bei Datenbanken. Aber jetzt habe ich also eine Geräteunabhängigkeit geschafft, weil es einfach diese Zwischenschicht gibt, die sagt, sprich mit mir, Anwendungsprogramm, ich gebe dir die Daten zurück, sodass du nicht wissen musst, wo die eigentlich lagen und wer die wie abgelegt hat. Am Ende liegen natürlich aber drunter immer noch diese ganzen einzelnen Dateien und es kann natürlich jetzt passieren, dass wenn ich angenommen schon mal so weise und vorausschauend bin, dass ich sage, Systeme könnten irgendwie verteilt sein, dass ich dann immer noch nicht garantieren kann, dass die Daten ordentlich verteilt sind, sondern es könnte sein, dass Anwendung 1 und Anwendung 2 dasselbe Datum in verschiedenen Dateien auf verschiedenen Rechnern ablegen, ohne dass sie voneinander wissen. Als Informatiker oder informatiknahe Studierende sollten sich da sofort die Haare sträuben, weil wenn zwei Sachen dasselbe irgendwo ablegen und nicht voneinander wissen, ja, redundante Datenablage ist nett, aber ich muss wissen, wer was wo macht, weil ich an einer Stelle ändere, dann möchte ich es an der anderen auch ändern. Automatisch mit. Das ist so eines der Probleme, was man sich einhandelt, wenn man zwar diese Zwischenschicht hat, aber niemanden, der sich darum kümmert, was wo liegt und das zu wissen. Also redundante Speicherung ist insofern kein Problem, als dass, wenn was ausfällt, will ich natürlich die Daten nicht verlieren. Insofern Redundanz immer gut, aber es muss jemand dabei sein, der weiß, was wo liegt und dann entsprechend sicherstellen kann, wenn ich an einer Stelle was verändere, dass es an den anderen Stellen dann auch nachgezogen wird. Das ist aber damals noch nicht Ende der 60er Jahre passiert. Es kann also zu Dateninkonsistenz durch diese redundante Speicherung kommen. So zu, im Prinzip, wenn man sich das heutzutage anschaut, sowas Ähnliches passiert in der Wikipedia auch ständig, weil da auch das Grundprinzip der korrekten Redundanz in dem Sinne verletzt wird, dass alle Texte, die da liegen, zumindest in einer Sprache beispielsweise, über dieselben Dinge, also beispielsweise ein Klassiker ist so der Mars-Artikel über den Planeten, da gibt es Textbausteine von dem, die in vielen anderen Wikipedia-Artikeln wiederverwendet werden, ist so lange kein Problem, wie niemand an einem dieser Bausteine irgendwas ändert. Aber die Bausteine wissen alle nicht voneinander, wo sie sind. Wenn ich jetzt also irgendwann dazu übergehe und sage, ah, ich kann ein bisschen genauer berechnen, wie weit der Mars von der Sonne weg ist und ich ändere es in einem Textabschnitt, die anderen 20, die diesen Textabschnitt irgendwann mal kopiert haben, die wissen es nicht. Also heutzutage auch in der Wikipedia, einer der Gründe, die sind vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass zwischen verschiedenen Artikeln manche konkrete Informationen, manche Fakten tatsächlich unterschiedlich sind, weil es einfach redundant gespeichert ist, aber in einem schlechten Sinne. So, dass ich also nicht weiß, dass ich irgendwas wiederverwende. Ende der 60er Jahre ein großes Problem, weil eigentlich auch die Anwendungen immer größer wurden. Immer mehr Firmen haben gesagt, naja gut, diese neuen Computerdinger finden wir irgendwie gut, kann man viel drauf speichern, also für damalige Verhältnisse viel. Finden wir gut, dass es die gibt, wollen wir benutzen, aber wir brauchen natürlich verschiedene Anwendungen und die sollen auf verschiedenen Plattformen laufen. Und es war ein großes Chaos. Also musste man sich irgendwie noch einen Schritt weiter bewegen und sagen, Redundanz ist nett als Sicherungskopie, aber ich will diese Dateninkonsistenzen vermeiden. Das sind also Herausforderungen, die man so Ende der 60er dann sich sozusagen vergegenwärtigt hat. Redundante Speicherung ja, Dateninkonsistenz nein. Ich will die Daten trotzdem verteilen können. Das ist ja so eines der Grundprinzipien von guter Redundanz, dass ich sage, es liegt zwar dreimal vor, aber wenn es auf derselben Maschine liegt, ist vielleicht auch nicht gut, wenn die abbrennt, dann habe ich es trotzdem verloren. Also eigentlich möchte ich es vielleicht auch auf verschiedene Rechner verteilen können, meine Daten. Ein anderes Problem, was es auch noch gab, ist diese Datenprogrammabhängigkeit. Da hatte sich bis jetzt auch keiner drum gekümmert. Was meinen wir denn damit? Also Redundanz, gleiche Daten an verschiedenen Orten speichern und sich merken, wo es ist, das wäre gut.
Aber das führt natürlich zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand. Irgendjemand muss es geben, der jetzt weiß, was wo liegt und was wovon eine Kopie ist. Und wenn eine der Kopien geändert wird, dann müssen die anderen informiert werden, dass die sich auch ändern müssen. Also führt zu solchen Kaskaden. Dateninkonsistenz will ich vermeiden. Also wenn ich dasselbe Datum in drei Dateien speichere, dann möchte ich, dass eine Änderung an einer Stelle dazu führt, dass die an den beiden anderen Stellen auch passiert. Also sowas soll nachvollziehbar sein. Erhöhter Verwaltungsaufwand. Irgendjemand muss es machen. Datenverteilung an verschiedene Orte hat man halt schnell gemerkt, wenn mal irgendwas kaputt geht und eine Maschine dann gar nicht mehr funktioniert, wäre es nett gewesen, wenn man die Daten irgendwo nochmal gehabt hätte, aber eben mit der Idee redundante, konsistente Speicherung. Und das, was man dann auch noch festgestellt hat, ist eine gewisse Datenprogrammabhängigkeit, weil man einfach noch nicht genau eine Unabhängigkeit geschaffen hat, wie man sie eigentlich wollte, sondern es war im Prinzip so, wenn man das eigentliche Datenverwaltungsprogramm geändert hat, also irgendwie die Logik im Programmaufbau, dann musste man oft auch die Speicherstrukturen ändern oder umgedreht, wenn man an den Speicherstrukturen was gemacht hat, musste man doch auch im Programm, in der Anwendung irgendwas ändern, damit die geänderten Speicherstrukturen nicht dazu führen, dass ich gar nichts mehr machen kann. Eigentlich möchte man aber als Anwendungsprogrammiererin oder als Anwendungsprogrammierer natürlich sich nicht darum kümmern, wie die Daten irgendwo abgelegt sind. Das will man also davon abstrahieren. Das war ja eigentlich die Idee, diese Zwischenschicht einzuschieben, sodass ich zumindest mich nicht darum kümmern muss, was auf welchem Gerät wo wie abgespeichert ist. Das möchte man also immer noch verhindern. Das war noch nicht Ende 1960er noch nicht erledigt. Datenprogrammabhängigkeit, großes Problem. Andere Probleme noch, das Ganze war nicht besonders flexibel. Ja, die Datenmengen wuchsen, okay, das ist heute immer noch so, aber schon damals war es irgendwie kritisch. Paralleler Zugriff wäre nett, ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe nicht eine Anwendung, sondern drei, die auf denselben Daten arbeiten, dann sollen die nicht aufeinander warten müssen, das wäre nicht schlecht. Datensicherheit, was passiert denn eigentlich, wenn mir irgendwo ein Magnetband vielleicht damals zerreißt oder irgendwie abbrennt? Wo sind die Daten sonst noch gewesen? Wie kann ich denn die wieder so nachspielen, dass ich jetzt wieder drei Kopien habe, wenn ich drei Kopien haben wollte? Und sowas wie Datenschutz, wer darf eigentlich womit arbeiten, hatte man sich auch noch nicht genau drum gekümmert. Also Inflexibilität oder keine vorhandene Flexibilität ist also damit gemeint, wenn man irgendwie was Neues entwickeln wollte oder in einer Anwendung irgendwie eine neue Funktionalität einbauen wollte, das ging manchmal gar nicht so leicht. Gerade wenn ich dann aus verschiedenen Quellen, Datenquellen, irgendwie Informationen kombinieren musste, musste man sich irgendwie ziemlich lange damit beschäftigen, dass das funktioniert. Also es war nicht in dem Sinne flexibel, dass ich drei Zeilen Code schreibe. Die Datenmengen sind immer größer geworden und es gab viele Anwendungen, also Mail-Client ist dann jetzt nicht 1960er, aber kommt dann später dazu. Gibt aber immer noch viele Anwendungen, die jetzt mit wirklich großen Datenmengen nicht besonders gut umgehen können. Vielleicht haben sie schon mal irgendwann versucht, eine riesen CSV-Datei in Excel zu laden oder so, das ging viele Jahre besonders schnell, besonders schief. Oder auch einen Mail-Client, der ist einfach nicht darauf angelegt, dass man Milliarden Mails plötzlich mal verwalten will oder so. Passiert halt häufig nicht. Aber man braucht jetzt also auch Anwendungsprogramme, die solche Datenverwaltungen mit sehr, sehr großen Datenmengen hinbekommen. Parallel zugreifen möchte ich eigentlich gerne, hat man auch gedacht, weil wenn immer nur einer mit der Datenbank oder mit so einem System arbeiten kann, das ist ja dann ein Bottleneck, so wie eigentlich überall in der realen Welt auch immer. Wenn es immer einen gibt, über den irgendwie alle Anträge oder sonst was gehen müssen, dann dauert es halt länger. Hier in dem Fall eben auch. Man würde gern parallel auf so einer Datenquelle arbeiten können. Datensicherheit, also Redundanz möchte man, aber eben haben wir gesehen, Redundanz ist ein Problem in der damaligen Zeit gewesen, weil es halt meistens mit Inkonsistenz einherging und nicht richtig gedacht war. Und sowas wie Datenschutz, naja, vielleicht möchte ich nicht, dass jeder in der Firma auf alle möglichen missionskritischen Daten der Firma, ich meine jetzt nicht unbedingt nur Gehaltsdaten, aber irgendwelche Firmengeheimnisse oder so zugreifen darf. Insofern möchte ich also vielleicht sowas definieren können wie verschiedene Sichten oder eben sowas wie wer darf was, also solche Zugriffsberechtigungen anlegen. Hatte man damals noch nicht, Ende 1960er. Mitte der 1970er, mit dieser ganzen Idee, dass man das gerne alles hätte, was diese Probleme löst, die wir eben beschrieben haben, gab es dann das erste explizite Datenmanagementsystem. So 1972 bis 1975 gab es so ein paar Entwicklungen in dem Bereich, die gesagt haben, nee, im Prinzip, hier unten gibt es jetzt nur noch ein Ding, oder ich zeige es lieber so, weil es mitgeschnitten wird, vielleicht sieht man es dann besser. Hier unten gibt es jetzt nur noch eine Datenbank, vorher gab es da viele Datenpunkte, Datenquellen. Und als Zwischenschicht habe ich jetzt nicht einfach nur so ein Datenkapselungsschicht, sondern ich habe jetzt ein Datenbankmanagementsystem, das mit allen Anwendungen spricht.
Der Fortschritt ist jetzt, dass die Daten alle zusammenliegen. Statt so einer Redundanz wie unkontrolliert speichere ich mir einfach mal irgendwas ab, was ich gerade spannend finde. Ich habe jetzt alles in einem System. Jetzt kann ich das System, wenn ich es sicher machen will, komplett nochmal irgendwo anders aufsetzen. Muss dann nur trotzdem wieder dafür Sorge tragen, dass die zwei Kopien oder drei Kopien, die redundanten, miteinander so kommunizieren, dass Änderungen in der einen in die anderen übertragen werden. Aber es ist jetzt schon mal leichter, dass ich nicht so viele einzelne Datenquellen habe, sondern nur noch eine Datenbank. Die Operation kann ich jetzt plötzlich vereinheitlichen, weil ich jetzt ein Datenbankmanagementsystem habe, eine konkrete Ausprägung, die auf die Daten zugreift. Also müssen Sie jetzt die Anwendung nur noch mit dem einen Managementsystem auseinandersetzen und jetzt nicht mit den verschiedenen, die es vorher gab, womöglich. Und das Ganze wird auch konsistenter. Also ich kann jetzt dafür Sorge tragen, dass meine Daten irgendwie schön sortiert irgendwo abgespeichert werden. Die Herausforderungen, die jetzt dann neu dazugekommen sind, da gibt es dann auch in den 70ern viel Forschung im Bereich Datenbanken dazu, sind ja okay, wenn ich jetzt plötzlich auch parallel den Anwendungen erlaube, auf Daten zuzugreifen und die zu ändern, was passiert denn, wenn das zwei gleichzeitig wollen? Wie soll ich das machen? Das ist konkret, weiß ich nicht, das Standardbeispiel ist immer sowas wie Kontodaten verändern, irgendjemand will den erhöhen, irgendjemand will von dem Konto was abbuchen, wenn ich das gleichzeitig mache, ja, wer weiß, was passiert. Also brauche ich da sowas, das hat man dann Transaktionsverwaltung genannt, was solche Transaktionen sicherstellt, sodass parallel gearbeitet werden kann, ohne dass am Ende unklare Ergebnisse in so einer Datenbank stehen. Das Ganze war jetzt in den 70ern noch nicht besonders effizient, in dem Sinne, dass vielleicht so eine Anfrage, die ich an so ein System gestellt habe, auch mal eine Weile brauchte, bis ich die Antwort bekommen habe. Also wollte man es schneller machen. Effizienz meint meistens zwei Dinge. Schneller oder vielleicht auch mit einem geringeren Speicherfootprint. Also wenn ich das Ganze irgendwie vielleicht auch ein bisschen kleiner abspeichern könnte, dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Also Effizienzgedanken kamen noch dazu und Datenschutz war jetzt per se erstmal immer noch nicht gelöst, Anfang der 70er. Also es gab noch nicht sowas wie Zugriffsrechte auf die Daten. Im Prinzip konnte jede Anwendung erstmal alles. Aber es war immer noch als Problem erkannt und man wollte es verbessern. Aber im Prinzip so Anfang, Mitte der 70er ist so der Punkt, wo man sagt, man kann von einem Datenbankmanagementsystem sprechen. Davor war das eher alles so auf dem Weg dahin. Was ist denn eine Datenbank? Jetzt haben wir den Begriff irgendwie benutzt und wir wollen jetzt den Begriff der Datenbank benutzen, um auch zu sagen, was ein Datenbankmanagementsystem eigentlich ist. Im Prinzip ist eine Datenbank eine strukturierte Sammlung von Dingen, also Daten, die ich elektronisch irgendwo speichere. Mit Datenbank meint man jetzt eigentlich immer was Elektronisches, auch wenn ich vorhin gesagt habe, Bibliothek könnte früher mal eine Datenbank gewesen sein. Wenn man heutzutage von einer Datenbank spricht, meint man immer irgendwie was auf Maschinen abgespeichert ist. Und das Ganze soll persistent sein, in dem Sinne, dass es ein paar Jahre hält. Also nicht morgen weg ist. Das heißt, sowas wie im Hauptspeicher, ich schalte die Maschine aus, es ist alles weg, das ist keine Datenbank. Datenbank muss irgendwo auf einem persistenten Speichermedium liegen. Und es ist strukturiert. In dem Sinne strukturiert, dass ich von Teilen der Daten weiß, was sie eigentlich sein sollen. Also von der Produktnummer weiß ich, das sind Produktnummern und ich weiß, wie die aussehen. Nach bestimmten Regeln erfasse ich die Daten, also ich habe irgendwie ein Regelwerk, was sagt, was kann in meine Datenbank rein und was will ich da eher nicht drin haben. Und ich habe irgendwie Operationen oder beziehungsweise Dinge, die mir einen Zugriff auf die Daten und auch eine Änderung ermöglichen. Also ich möchte nicht nur lesen können, sondern ich möchte auch schreiben können. Ich möchte die Daten gegebenenfalls Kontostände beispielsweise vergrößern oder verkleinern können oder ich möchte auch mal was löschen können. Also ich möchte nicht nur lesen können, sondern alles mit den Daten machen. Das ist eine Datenbank. Erstmal nur eine strukturierte Sammlung von Daten, die persistent vorgehalten werden. Ein Datenbankmanagementsystem, also Datenbank würde man wahrscheinlich meistens mit DB abkürzen. Ein Datenbankmanagementsystem, DBMS, also Datenbankmanagementsystem, die Anfangsbuchstaben einfach, ist dann nicht nur die Datenbank, sondern die Programme, die darauf zugreifen. Also im Prinzip alles, was ich habe, um die Daten zu modifizieren, zu lesen, Konsistenz zu gewährleisten. Das ist also eine Software-Schicht. Die Datenbank selbst ist erstmal nur irgendwie in dem Sinne, ich brauche was, wo die liegen, die Daten, aber es ist erstmal noch nichts, was arbeitet, sondern einfach erstmal nur Daten. Das Datenbankmanagementsystem ist dann die Software-Schicht, die mir es erlaubt, als Anwendung oder als Anwender mit den Daten tatsächlich zu arbeiten. Das ist also das, was jetzt zwischen, in diesem Bild hier auch schon, zwischen den eigentlichen physischen Daten ganz unten in dieser gelben Color oder in diesem gelben Zylinder und den Anwendern, Anwenderinnen da oben steht. Software, keine Hardware. Natürlich brauche ich irgendwie Maschinen, auf denen das läuft, aber Datenbankmanagementsystem ist erstmal primär eine Softwareanwendung.
Und dann sagt man häufig noch sowas wie Datenbanksystem und damit meint man jetzt beides zusammen. Also die Daten, Datenbank und das Managementsystem. Oft liest man es aber irgendwie auch so ein bisschen synonym. In dem einen oder anderen Lehrbuch wird das nicht immer ganz klar getrennt, aber hier in der Vorlesung versuche ich mir Mühe zu geben, wenn ich Datenbankmanagementsystem sage, nicht die Daten mitzumeinen, und wenn ich die Daten mitmeine, dann sage ich Datenbanksystem. Das wäre günstig, wenn wir uns das gegenseitig so ein bisschen aneignen. Falls es uns mal rausrutscht in falscher Weise, dann macht hoffentlich der Kontext klar, dass es nicht so ist, oder Sie machen mich darauf aufmerksam, dass ich es nicht klar getrennt habe. Aber das wäre das Ziel, Datenbanksystem ist alles, Datenbankmanagementsystem ist die Softwareschicht. Wo liegt denn so eine Softwareschicht eigentlich? Naja, wenn man sich so ein Schichtenmodell von Computersystemen vorstellt, ganz unten gibt es eigentlich immer das Betriebssystem. Da hier ganz klein, unten links in der Ecke, ist ziemlich wichtig, weil irgendwie ja, das schon die erste Kapselung zur Hardware ist. Klassisch gibt es da jetzt natürlich heutzutage nur noch mehr oder weniger Marktbeherrschen, sowas wie Linux, Windows oder Mac OS. Auf diesem Betriebssystemschicht aufbauen gibt es dann sowas wie Systemsoftware. Also beispielsweise irgendwas, was Grafikanzeige regelt. Der Wunsch von Datenbankern wäre immer gewesen, oder Leuten, die daran gearbeitet haben, dass ein Datenbankmanagementsystem oder ein Datenbanksystem allgemein als Systemsoftware angesehen wird. Hat nicht so gut funktioniert. Meistens ist es eher eine Anwendungssoftware heutzutage, wenn man sich es genauer anguckt. Dazwischen gibt es dann noch sowas wie Basissoftware, also irgendwie Textverarbeitung oder irgendwelche Tabellenkalkulationen oder sowas, das, was eigentlich überall in irgendeiner Form läuft. Datenbanksysteme sind eher in die Anwendungsschicht gerutscht, wo dann auch sowas wie CAD-Systeme oder so liegen, also ziemlich weit weg vom Betriebssystem. Der Wunsch früher war aber mal, dass es ziemlich weit unten ist, die Praxis hat gezeigt, es ist irgendwo anders. Und oberhalb von Datenbanksystemen gibt es dann natürlich aber noch so einen Stack von Individualsoftware, also Programmen, die Datenbanken benutzen, um irgendwas zu tun. Die müssen dann immer mit dem Datenbankmanagementsystem, mit dem Datenbanksystem sprechen, um überhaupt auf die Daten zugreifen zu können. Also eigentlich hätte man es gern weit unten. In der Praxis merkt man, wenn man es sich genau anschaut, Datenbanksysteme sind eigentlich Anwendungssoftware. Gucken wir uns noch ein bisschen konkreter an, was Datenbankmanagementsysteme eigentlich ausmacht. Also wir wissen jetzt, wo sie liegen, irgendwo zwischen Anwendungen und den konkreten Daten. Und wir wollen dann am Ende noch heute darauf kommen, dass wir sagen, was sind denn relationale Datenbanksysteme eigentlich? Was ist bei denen anders als bei denen, die es vorher gab? Das waren nämlich nicht die ersten, die entwickelt wurden. Herr Kott ist ein bekannter Name, Edgar Kott. Er hat mal 1982, also wir sind jetzt einen kleinen Schritt weiter, 70er, es gab jetzt Datenbankmanagementsysteme und das hat aber vielleicht alles noch nicht so ganz so doll geklappt. Es gab auch schon relationale Systeme, kommen wir dann nachher noch dazu. Aber er hat sich auch noch mal überlegt, was müsste denn eigentlich ein Datenbankmanagementsystem alles für Anforderungen erfüllen. Wir hatten vorhin so ein paar Sachen gesehen, die nett wären zu haben, also so keine Inkonsistenzen und Datenschutz und so weiter, Datensicherheit. Edgar Kott hat dann mal aufgeschrieben, was er gerne hätte bei einem Datenbankmanagementsystem. Und Datenbankforschung war wirklich in den 70ern, 80ern ein großes Ding in der Informatik. Kott zum Beispiel hat auch den Turing Award dann dafür bekommen, dass er sich viel um Datenbanken gekümmert hat, gerade auch so das relationale Modell dann entwickelt hatte, vor 82 schon. Aber dafür hat er den Turing Award bekommen, das ist quasi naja, der höchste Preis in der Informatik, den man bekommen kann. Viele sagen, es ist der Nobelpreis der Informatik, ist er halt nicht, es gibt keinen Nobelpreis, aber Turing Award ist das, was man als höchstes ansehen kann und meistens kriegen es nur so ein, zwei Personen pro Jahr. Kott für seine Beiträge zum Bereich Datenbanken bekommen, aber er war nicht der Erste, der es für Datenbanken bekommen hat, sondern der Erste war Bachmann und der hatte eines der ersten Datenbankmanagementsysteme entwickelt. Das war noch nicht relational, aber genügte dann so diesem, ich habe so eine Kapselschicht zwischen den Anwendungen und dem eigentlichen Daten liegen. Ja, er hat aufgeschrieben, also der Zweite, der den Turing Award für Datenbankforschung bekommen hat oder überhaupt Arbeit an Datenbanken. Bachmann war nämlich gar kein in der Wissenschaft Ansässiger, sondern eher in der Firma. Er hat dann aufgeschrieben, was wichtig wäre. Er hat gesagt, es sollte irgendwie eine Integration geben, also eine einheitliche Verwaltung der Daten für alle Anwendungen. Also man möchte, dass unten die Datenbank, die drunter liegt, einheitlich ist. Und in dem Sinne nicht redundant, dass dasselbe Datum nicht zweimal, dreimal, viermal in der Datenbank selbst gespeichert ist, aber die Datenbank kann man natürlich womöglich redundant nochmal an einem anderen Ort vorhalten wollen. Also mit nicht redundant ist immer nur gemeint, in der konkreten einen Datenbank möchte ich ein Datum eigentlich immer nur einmal stehen haben, sodass ich Redundanzen, die dann zu Inkonsistenzen führen, vermeide. Redundanz möchte ich aber trotzdem gegebenenfalls, um Ausfallsicherheit und sowas zu garantieren. Er hat auch noch gesagt, es muss Operationen geben, also zum Speichern, Suchen und Verändern von Datenbankinhalten.
dafür möchte er gern eigentlich auch irgendwie ein konkretes Schema haben, sodass nicht in verschiedenen Systemen die Operationen unterschiedlich heißen. Aber solche Operationen muss es auf jeden Fall geben für ein gutes Datenbankmanagementsystem. Es muss auch einen Katalog geben oder in dem damaligen Sprechen Data Dictionary, also eine Metasicht auf die Datenbank selbst. Was ist denn wo wie abgelegt? Solche Beschreibungen möchte er haben, um eben mit diesen Beschreibungen konkret dann arbeiten zu können. Um zu wissen, was bedeutet in so einer Datenbank. Es soll Sichten geben, das ist jetzt also quasi sowas wie Datenschutz. Ne? Jeder Benutzer bekommt dann irgendwie bestimmte Rechte auf einem Datenbankmanagementsystem, und wenn ich jetzt als Benutzer, Benutzerin auf das Datenbankmanagementsystem zugreife, dann kann ich eben nur bestimmte Teile der Datenbank sehen und andere nicht, für die ich nicht die Erlaubnis habe. Das wäre nett, hat Kott gesagt, wenn ein Datenbankmanagementsystem sowas anbieten würde. Konsistenz soll überwacht werden, beziehungsweise die Integrität der Daten soll gesichert werden. Das heißt, das, was in der Datenbank selbst abgespeichert ist, also in den Daten, das soll immer richtig sein. Also richtig in dem Sinne, dass da nicht mal eben eine Anwendung Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Sowas wie, keine Ahnung, negative Gehälter oder sowas einführen in einer Gehaltsdatenbank, weil man einfach sagt, es macht keinen Sinn, ein Gehalt negativ zu machen. Dafür zu bezahlen, irgendwo zu arbeiten, vielleicht gibt es das bei manchen Firmen, aber eigentlich möchte man das nicht. Könnte eine Integritätsbedingung sein, zu sagen, ich möchte keine negativen Gehälter haben, und wenn immer eine Anwendung versucht, ein Gehalt auf einen negativen Wert zu setzen, sage ich, geht nicht, ich sichere die Konsistenz, diese Aktion führe ich nicht aus. Das wäre nett, wenn ein Datenbankmanagementsystem auf sowas achten würde. Außerdem Zugriffskontrolle und Datenschutz, das geht so ein bisschen mit den Sichten einher, dass man also unautorisierte Zugriffe verhindert. Also jede Nutzerin, jeder Nutzer von so einem Datenbankmanagementsystem muss sich irgendwie authentifizieren, und mit dieser Authentifizierung geht einher, dass man verschiedene Sichten nur anbietet, und die meisten Anwendungen von solchen Sichten sind, dass ich sage, bestimmte Dinge zeige ich bestimmten Personen gar nicht an, und dann kommt man gar nicht in die Versuchung, an denen was zu ändern oder die überhaupt zu lesen. Außerdem hat er noch gesagt, wir wollen Transaktionen haben. Den Begriff hatten wir eben schon mal erwähnt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anwendung bin und mehrere Operationen ausführen möchte, die irgendwie was miteinander zu tun haben, also beispielsweise von einem Konto auf ein anderes Konto was buchen, dann habe ich eine Abbuchung auf dem einen Konto und eine Hinbuchung auf das andere Konto. Falls mein System in der Mitte abstürzt, möchte ich natürlich trotzdem, dass der Datenbankinhalt korrekt bleibt. Also ich wollte ja die Integrität sichern. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich an der einen Stelle abgebucht, Geldmenge ist geringer geworden, und ich habe aber an der anderen noch nicht hingebucht. Der Inhalt, also das Gesamtsaldo, ist jetzt inkorrekt. Muss ich irgendwie Sicherheit dafür garantieren, dass ich das, was ich zuerst gemacht habe, wenn der zweite Teil nicht geklappt hat, also diese Abbuchung, dass ich die rückgängig machen kann. Sowas möchte man bei Transaktionen sicherstellen, dass man sagt, bestimmte Aktionen, kleine Aktionen gehören eigentlich zusammen. Entweder mache ich die alle oder keine davon. Das ist das Transaktionskonzept, ganz grob gesprochen. Das war eine Idee von Kott dann 82, dass es sowas geben sollte. Er hätte gerne eine Synchronisation in dem Sinne, dass ich parallel auf einer Datenbank arbeiten kann, also mit verschiedenen Anwendungen, mit verschiedenen Nutzern, Nutzerinnen, aber so dass diese von den gegebenenfalls konkurrierend ausgeführten Transaktionen, also vielleicht will jemand gleichzeitig irgendwie von einem anderen Konto noch irgendwo was hinbuchen oder von demselben Konto was abbuchen, dass diese Transaktionen so gemanagt werden, dass sie am Ende doch seriell ausgeführt werden. Also das, was parallel passiert, soll am Ende keinen anderen Effekt haben als das, was gewesen wäre, wenn ich seriell in irgendeiner Reihenfolge ausgeführt hätte. Das möchte ich synchronisieren, hat er gesagt. Und die Daten sollen natürlich in dem Sinne gesichert werden, dass wenn irgendwas im System kaputt geht, irgendeine Platte crasht oder, keine Ahnung, irgendeine Netzwerkverbindung oder sowas, dass dann am Ende, wenn alles repariert ist, die Datenbank wieder in ihren korrekten, integren Zustand zurückgeführt werden kann. Also die Daten sollen so gesichert sein, dass wann immer irgendwas passiert, also gut, wenn jetzt irgendwie die ganze Welt untergeht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wichtig, dass die Datenbank danach wieder korrekt an den Start kommt, aber wenn einfach mal eine Platte irgendwo kaputt gegangen ist, dann möchte ich, dass die Daten nicht weg sind, hat er gesagt. Dazu gab es dann die Idee, so eine Drei-Schichten-Architektur auch zu benutzen. Das ist, die Architektur heißt ANSI/SPARC, sind einfach so Abkürzungen aus den USA. Ich habe es, glaube ich, auf dem nächsten Folien. ANSI heißt American National Standards Institute und SPARC Standards Planning and Requirements Committee. Also die haben gesagt, was sie gerne hätten. Eine Drei-Schichten-Architektur für Datenbankmanagementsysteme.
Ganz oben kennen wir schon Anwenderinnen mit irgendwelchen Programmen. Jeder Anwender, jede Anwenderin hat ein Schema, also eine eigene Sicht sozusagen auf die Datenbank. So, das, was in diesem externen Schema hier drin steht, so stellt sich die konkrete Anwendung der Anwender, die Anwenderin vor, dass die Datenbank aussieht. Die kann eigentlich ganz anders aussehen, aber das ist der Ausschnitt der Datenbank, der in diesem konkreten Schema freigeschaltet ist, nach den Nutzungsrechten. Dann gibt es ein konzeptuelles Schema, wo im Prinzip drinsteht, was eigentlich so in der Datenbank liegen könnte. Und ganz unten gibt es ein internes physisches Schema, wo drinsteht, welche Daten wie zu interpretieren, auf welchen Speichermedien liegen. Also das ist quasi ganz low-level, sehr hardware-nah, das interne physische Schema. Hier unten ist dann die Hardware. Das sollen einzelne Speichermedien sein, hier diese Dinge. Und dazwischen gibt es also jetzt mehrere Ebenen zwischen der eigentlichen Anwendung oder Person, die die Datenbank benutzen, und den Daten, die dann tatsächlich irgendwo liegen. Die drei Schichten spielen natürlich zusammen, die stehen nicht alleine, sondern wenn ich irgendwie aus einer externen Ebene, aus einem externen Schema irgendwie was machen will, dann wird das, was ich da machen will, erstmal ins konzeptuelle Schema übersetzt, transformiert. Also beispielsweise stelle ich eine Anfrage, ich möchte irgendeinen Kontostand sehen oder so, das wird transformiert in die konzeptuelle Ebene, ohne dass ich das merke als Anwender. Und aus der konzeptuellen Ebene wird es dann übertragen in die physische Ebene, wo ich dann sage, okay, um diesen Kontostand zu sehen, muss man Datum X auf Platte Y lesen. Aber diese Ebenen sind voneinander getrennt. Das heißt, ganz oben muss ich nicht wissen, was wo wie im Speicher liegt. Das weiß nur das physische Schema. Und das konzeptuelle Schema muss das auch nicht wissen. Das sagt halt nur, okay, ich kann es ein bisschen besser jetzt übersetzen, was eigentlich das bedeutet, wenn ich dann einen Kontostand lesen will. Dann bedeutet das, ich will in der Datenbank an irgendeiner konkreten Stelle das konkrete Datum auslesen und die interne Schicht weiß dann aber, wo die Stelle ist. Also die konzeptuelle Ebene ist im Prinzip das, was einem Schema angibt, was es anzeigen darf, was man als Benutzer, Benutzerin da sehen darf. Und die interne, die physische Sicht, die sagt, wo liegt was, auf welchem Speichermedium und in welcher Codierung, also wie kann ich die Bits dann interpretieren. Wenn ich von oben nach unten gehe, also so eine Anfrage transformiere, dann wird also die Anfrage bearbeitet. Also eine Anwendung hat irgendwie einen Zugriff auf ein konkretes Datum geplant. Um das zurückzubekommen, muss erstmal die Anfrage in den verschiedenen Schichten transformiert werden und ganz unten wird dann gesagt, okay, es ist halt ab Bit so und so auf Platte X muss ich jetzt 32, 64 Bit oder sowas lesen, dann habe ich das Datum ausgelesen, dann wird es zurücktransformiert aus dem physischen, aus dem internen Schema hin zum externen Schema über das konzeptuelle, um die Daten dann konkret darzustellen und zu sagen, ja, der Kontostand ist 1000 Euro oder so. Alles das, was bis hin einschließlich zum internen Schema geht, alles das hier von dem externen Schema bis zum internen Schema ist das Datenbankmanagementsystem. Also diese drei Schichten sind da drin. Und hier drunter, das ist dann Betriebssystemverantwortung. Also was, wo konkret wie abgelegt wird, das macht das Betriebssystem. Da grätscht das Datenbankmanagementsystem nicht rein. Das ist so dieses Schichtenmodell auch in normalen Rechnern. Betriebssystem ist ganz unten, verwaltet alle mögliche Hardware und das Datenbankmanagementsystem hat eine interne Sicht, die sagt, ich weiß, was wo liegt, aber wie es konkret dann abgelegt wird, das macht das Betriebssystem. Also drei Schichten und an der untersten ist dann Schluss für das Datenbankmanagementsystem. In der Praxis steht jetzt hier, passiert das nicht so. Also das ist ein schönes theoretisches Konstrukt, ANSI-Spark, Drei-Schichten-Modell. In der Praxis gibt es das nicht so in der Reihenform. Meistens gibt es nicht so ein richtiges konzeptuelles Schema, sondern eher so ein logisches Schema. Beispielsweise das Relationenmodell, zu dem wir später in der Vorlesung kommen, das ist jetzt nicht so ein ganz reines konzeptuelles Schema, wie man sich 1975, als man diese Drei-Schichten-Geschichte in den Standard gepackt hat, vorgestellt hätte. Außerdem meint konzeptuell, ja was meint das, dass man kein Paradigma hinterlegt, dann sieht man schon relational, ist irgendein Paradigma, also es ist jetzt nicht ganz konzeptuell in dem Sinne, dass es unabhängig wäre. Frage? Also eine konkrete, was meine ich mit Paradigma, sorry, ich muss manchmal daran denken, dass ich es wiederhole, wenn es mitgeschnitten wird, was meine ich mit Paradigma, eine konkrete Art darüber nachzudenken, wie eine Datenbank aussehen soll. Also zum Beispiel das relationale Modell ist ein Paradigma über Datenbanken nachzudenken, das werden wir später in der Vorlesung kennenlernen. Eine andere Art könnte das anders interpretieren, also anders sagen, so muss eine Datenbank aussehen, zum Beispiel das, was Bachmann vor dem relationalen Modell entwickelt hat, das war eine ganz andere Art, über Datenbanken nachzudenken, das ist ein anderes Paradigma gewesen. Und eigentlich soll die konzeptuelle Schicht davon unabhängig sein, ist sie aber normalerweise nicht in konkreten Datenbanken. Heutzutage ist fast alles irgendwie relational und deswegen nicht konzeptuell in diesem unabhängigen Schema, sondern eher was Logisches,
Also da steckt Logik dahinter, klar, aber ich habe eine gewisse Idee, was die Logik eigentlich sein soll. Semantisch von logisch, also das konzeptuelle Schema, damit möchte ich, also Semantik bedeutet ja immer sowas Bedeutung und Logik ist jetzt eigentlich eher nur Operatoren und Wahrheitswerte, die ich miteinander verknüpfe. Wenn ich über die Logik nachdenke, denke ich irgendwann über eine Interpretation nach und dann bin ich bei der Semantik. Aber wenn ich jetzt konkret sage, ich habe nur irgendwie Mengen und Mengenoperationen, bin so in diesem eher logischeren Teil, dann habe ich mit denen meistens noch keine semantische Bedeutung verbunden. Semantik ist dann erst, wenn ich sage, ich verbinde damit, dieses Ding ist ein Gehalt oder sowas. Und rein logisch ist es für mich aber vielleicht erstmal nur eine Zahl. Sonst noch? Wir sind eher noch in diesem philosophischen Teil. Keine Angst, es bleibt nicht die ganze Zeit so, aber in der Einführung will ich so ein kleines bisschen sagen, wo kommen wir her und warum ist alles so, wie es jetzt ist. Manche Sachen sind auch ein bisschen schwammig, gebe ich selber zu. Diese Drei-Schichten-Architektur, was soll die garantieren? Na, das, was eines der großen Ziele war, auch schon Anfang der 60er, als Problem festgestellt wurde, Datenunabhängigkeit. Also ich möchte Daten, wie die verwaltet werden, davon trennen, was die Anwendungen eigentlich mit denen machen wollen. Also höhere Ebenen von dem Drei-Schichten-Modell sollen nicht davon beeinflusst werden, dass plötzlich ich das Betriebssystem wechsle und meine Datenablage irgendwie ein anderes Schema jetzt benutzt. Das sollen die höheren Ebenen nicht mehr mitbekommen. Also es gibt zwei Arten der Datenunabhängigkeit, sogenannte logische Datenunabhängigkeit und die physische. Was bedeutet logisch? Na, wenn ich am konzeptuellen Schema, das ist das in der Mitte, wenn ich da was ändere, ist das nach unten hin erstmal egal. Also die Anwendung nach oben hin egal, sorry, nicht nach unten, sondern nach oben hin egal. Wenn ich sage, meine Datenbank organisiere ich ein bisschen um, dann soll die Anwendungssicht davon unbeeinflusst sein. Das heißt, ich kann immer noch aus Anwendungssicht quasi deskriptiv sagen, was ich gerne hätte aus der Datenbank als Datum und wie ich das dann bekomme, das ist mir egal. Das heißt, diese logische Unabhängigkeit. Ich will einfach nur beschreiben, was ich möchte und dann das konzeptuelle Schema und das physische Schema kümmern sich dann darum, dass ich schon das Richtige bekomme. Also wenn ich am konzeptuellen Schema was ändere, will ich das als Anwendung gar nicht mitbekommen müssen. Ich will nicht meine Anwendungsprogramme umschreiben müssen. Und physische Datenunabhängigkeit sagt dann, wenn ich ganz unten was ändere, also wenn das Betriebssystem jetzt sagt, ich habe jetzt halt, weiß ich nicht, 32-Bit, sondern 64-Bit oder so, jetzt sind meine Daten irgendwie anders abgelegt, dann möchte ich als konzeptuelles Schema sagen, das ist mir egal. Also mein konzeptuelles Schema soll dasselbe bleiben können. Also ich möchte zwischen diesen Schichten so eine Abstraktionsebenen haben, die sagen, wenn ich drunter was ändere, ist denen oben das egal. Das ist das, was, wenn ich nach ANSI Spark so ein Datenbankmanagementsystem aufsetze, was ich dann garantieren kann. Machen wir es mal ein bisschen konkreter, mit sowas werden wir dann später in der Vorlesung mal ein bisschen was zu tun haben. Was muss denn so ein Datenbankmanagementsystem jetzt eigentlich machen, abgesehen von diesen Technika, wie es gibt drei Schichten und so weiter und es gibt so neun Anforderungen. So sieht irgendwann mal eine SQL-Anfrage an eine relationale Datenbank aus. Eine relationale Datenbank stelle ich mir eigentlich immer näherungsweise wie eine Sammlung von Tabellen vor und in den Tabellen stehen irgendwelche Einträge. Klassiker ist sowas wie Bibliothek, zieht sich hier auch durch die Vorlesung dann. Also es gibt irgendwie eine Tabelle, die heißt Buch und in dieser Tabelle, die Buch heißt, sind Bücher, Überraschung, drin. Also da sollte man drauf aufpassen, dass man die Bezeichnung so wählt, dass sie irgendwie sinnvoll sind. So ähnlich wie beim Programmieren immer. Wenn ich Dinge benenne, sollte ich die ordentlich benennen. Mit möglichst kurzen Bezeichnern, aber auch so sprechend, dass ich jetzt nicht die Tabelle B nenne und keiner weiß, was ich mit B meine. Also die hier nennen wir Buch und zu so einem Buch speichere ich wichtige Sachen, die man so in der realen Welt kennt. Wer hat es geschrieben? Unter welcher Nummer könnte ich es bestellen? Also die ISBN und wie heißt es eigentlich, den Titel? Und dann gibt es jetzt hier noch sowas wie eine Inventarnummer. In der Bibliothek habe ich dem Buch also eine Nummer vergeben. Das würde ich jetzt in so einer Tabelle speichern und jetzt geht plötzlich sowas wie aus dieser Tabelle, ich zeige es lieber wieder so, wenn es mitgeschnitten wird, sieht man es vielleicht ein bisschen besser, aus dieser Tabelle Buch, das versuche ich jetzt hier auch mal mit den Farben so klar zu machen, Buch ist also rot, weil es die Tabelle ist, nicht weil es irgendwas Schlimmes ist, möchte ich Titel auswählen und zwar, welche Titel möchte ich auswählen? Alle die Titel, bei denen der Autor Pearl ist, Judea Pearl, auch jemand, der einen Turing Award gewonnen hat, die möchte ich alle auswählen und als Ergebnis zurückbekommen. Das sagt im Prinzip diese SQL-Anfrage und im Laufe der Vorlesung werden wir uns das so ein bisschen genauer anschauen, was das eigentlich bedeutet. Also man möchte Anfragen stellen, die in so einer relativ
formalen Sprache, also jetzt nicht natürlich sprachlich, sondern irgendwie nach bestimmten konkreteren, maschinennäheren Regeln aufgebauten Sprache formuliert sind. Solche Anfragen möchte ich formulieren gegen solche Tabellen. Und zurückkommen soll jetzt hier in dem Fall wahrscheinlich ein Buch, die 7510 Heuristics. Ja, also das Buch, was Pearl zu Suchalgorithmen geschrieben hat, falls Sie es schon mal gesehen haben. Auch schon ein Klassiker, ein bisschen älter, 1980er oder so, immer noch sehr gut. Also wenn ich diese Anfrage stelle und sage, ich möchte Titel auswählen aus dieser Relation Buch, bei denen der Autor Pearl ist, dann ist die Interpretation, dass am Ende was zurückkommt, wo 7510 Heuristics und dann die ISBN und Pearl als Ausgabe zurückkommen. Also ich bekomme eigentlich auch eine Tabelle zurück, aber die ist jetzt eben viel kleiner. Und in diesem Teil, wo ich jetzt hier sage, ich will eigentlich nur den Titel haben, habe ich eine Tabelle, da steht dann nur eine Zelle drin und in dieser Zelle steht Heuristics. Also ich habe das Ganze eingedampft auf, ich will eigentlich nur ein paar Zeilen aus meiner Originaltabelle haben und von diesen paar Zeilen, in dem Fall dann nur eine, will ich nur eine konkrete Zelle haben, die bekomme ich zurück. Ich stelle es mir trotzdem als Tabelle vor, eine Tabelle mit nur einer Zelle. Nicht besonders schick, aber am Ende ist es doch wieder eine Relation, die ich zurückbekomme, sehr klein. Was muss jetzt in so einem konkreten Fall das Datenbankmanagementsystem eigentlich tun? Also es soll mir irgendwie die Antwort liefern und soll nebenbei noch so diese ganzen COD-Anforderungen tatsächlich erfüllen. Als erstes wird das Datenbankmanagementsystem hergehen und sagen, okay, das, was hier als Anfrage steht, also select irgendwas from irgendwas, where irgendwas, das überprüfe ich erstmal. Wie ein normaler Compiler beim Programmieren. Ich gucke erstmal, ob das syntaktisch korrekt ist. Also ob das die Regeln erfüllt, die die Sprache, in dem Fall SQL, vorgibt, wie man sowas formulieren darf. In dem Fall hier hoffe ich, dass es korrekt ist. Also würde das Datenbankmanagementsystem sagen, okay, lasse ich erstmal durch. Ansonsten sagt es, da passt irgendwas nicht. Also bekomme ich eine Fehlermeldung. Als zweites wird das Datenbankmanagementsystem schauen, da steckt eine Relation drin, Buch, also eine meiner Tabellen, die in der Datenbank irgendwo rumschwirren. Gibt es diese Relation denn überhaupt noch? Könnte ja sein, dass ich nach irgendwas frage, vielleicht habe ich nach Bücher gefragt und die Relation heißt aber Buch, dann wird das syntaktisch korrekt sein, aber das Datenbankmanagementsystem stellt fest, nee, die Relation Bücher, die kenne ich gar nicht, wird mir das zurückmelden. Also falls ich nach einer Relation frage, die es in der Datenbank nicht gibt, kriege ich eine Rückmeldung vom Datenbankmanagementsystem. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, aber wirklich nur in grober Näherung, wie ein Compiler für eine gute Programmiersprache das auch machen würde, dass er sagt, irgendwas passt syntaktisch nicht oder irgendwas kenne ich nicht. Also in dem Fall hier ein Bezeichner, diese Relation, kann ich nichts dazu sagen. Dann schaut das Datenbankmanagementsystem, ob ich jetzt eigentlich in einer bestimmten Sicht unterwegs bin, die überhaupt diese Rechte hat, auf diese Relation zuzugreifen. Kann ja sein, es gibt die Relation, aber ich darf nicht darauf zugreifen. Muss es dafür mich dann auch eine Antwort zurückgeben, die sagt, nö, darfst du nicht. Also Datenschutz wird auch quasi in dem Moment dann schon gesichert. Erst wenn diese Vorüberprüfungen durch sind, wird das Datenbankmanagementsystem daran gehen, die Anfrage eigentlich bearbeiten zu wollen und fragen, was muss ich denn intern machen, um diese Anfrage tatsächlich mit einer Antwort zurückzuliefern? Also was sind die Operanden, in dem Fall hier die Relation Buch, und wo liegt die denn jetzt? Dazu muss ich natürlich in diesen Schichten nach unten gehen und sagen, wo liegt die jetzt tatsächlich, auf welchem physischen Medium, um sie zurückzubekommen? Das wird dann also aus der Datenbank geholt, indem ich die Anfrage in diesen Schichten durchtransformiert habe, bis ich unten da bin, wo die Hardware, also eigentlich die Speichermedien liegen. Der Operand wird geholt, also die Relation. Jetzt muss ich noch sicherstellen, dass niemand anders während ich mit der Daten, mit dieser Relation was tue, die dann verändert. Wäre ja blöd, wenn ich gerade was sehe, jemand anders nimmt da jetzt das Perl-Buch raus und die Antwort, die ich bekomme, ist, das Perl-Buch gibt's. Und dann gehe ich in die Bibliothek und es gibt es tatsächlich nicht mehr, weil es gerade jemand verbrannt hat oder ausgeliehen oder sonst was. Das sollte man also auch vermeiden. Als Datenbankmanagementsystem möchte man also sagen, wenn jemand gerade was macht an einem bestimmten Operanden, an einer bestimmten Relation, dann möchte ich die so schützen, dass sich die Ergebnisse, während da jemand mitarbeitet, nicht ändern. Dafür muss das Datenbankmanagementsystem auch irgendwie Funktionalität bereitstellen. Wie schafft es das? Na, indem es wieder, wir sind hier bei vielen Schichten, im Moment denke ich, dass ich Sie sowas nicht in der Klausur frage, aber es ist natürlich keine Sicherheit, dass es nicht vielleicht doch eine Multiple-Choice-Frage irgendwann gibt, aber wir sind wieder bei einer Schichtensicht, Systemarchitektur. Welche Komponenten gibt es denn in so einem Datenbankmanagementsystem? Im Prinzip gibt es 5 Verarbeitungsschichten. Eben gab es 3, jetzt sind wir bei 5, also es wird mehr. Das erste ist irgendwie, ich brauche eine Benutzersprache. Im Beispiel haben wir sowas gesehen wie SQL. Ja, also ich brauche irgendwas, womit ich als Benutzer mit dem Managementsystem interagieren kann.
Für das Management-System ist es immer angenehm, wenn das eine Sprache ist, die nicht besonders frei ist, sondern die irgendwie bestimmten Regeln folgt. Also sowas wie eine nicht natürliche Sprache, in dem Fall hier SQL, für die meisten Datenbanken heutzutage Standard. Wenn ich jetzt mit so einem Datenbankmanagementsystem reden können wollte, dann hätte es ganz andere Probleme, weil es dann plötzlich versucht, aus dem, was ich natürlich sprachlich irgendwie erzähle, dann solche SQL-Anfragen zu bauen. Die Ebene 0, die haben wir hier mal ausgegrenzt. Also normalerweise ist es eine nicht natürliche Sprache, die also die Benutzersprache dann ist. Die Anfrageverarbeitung brauche ich irgendwie, also sowas umzuformulieren, sodass ich erkenne, was sind denn die Operanden und was sind jetzt Teile aus den Tabellen zum Beispiel, die zurückgeliefert werden sollen. Ich brauche eine Ebene, die sich damit auskennt, was es für Zugriffsstrukturen gibt. Beispielsweise könnte es ja Sinn machen, wenn ich merke, diese Buchrelation, die wird ständig und ständig von irgendwelchen Anwendungen angefragt. Jedes Mal muss ich da irgendwie so einen riesen Blob Daten lesen. Wäre ja nett, wenn ich einen Index für hätte, sodass ich plötzlich viel schneller mit der Relation umgehen kann. Also irgendwie muss es eine Schicht geben, die weiß, wofür gibt es einen Index welcher Art. Also für so eine konkrete Relation kann es am Ende so sein, dass ich verschiedene Indexe habe. Eins ist sortiert nach Autor, eins ist sortiert nach Titel, eins ist sortiert nach Inventarnummer oder so, um einen Zugriff auf bestimmte Relationen mit bestimmten, wir werden es dann Attribute nennen, möglichst schnell zu erlauben. Außerdem muss vielleicht Code erzeugt werden, der tatsächlich jetzt mal diese Anfrage, die ich hatte, konkret gegen die Datenbank laufen lassen kann. Es braucht eine Ebene, die synchronisiert sicherstellt, also das, was wir eben unten als letzten vierten Punkt gesehen haben, während ich irgendwie mit dieser Relation Buch arbeite, möchte ich vielleicht nicht, dass jemand anders das auch gerade noch verändert, weil dann meine Ergebnisse ja nicht korrekt sind. Und wir wollten ja eigentlich immer korrekt in der Datenbank irgendwie sichern. Also brauche ich so eine Schicht, die sagt, Parallelität ja, aber unter gewissen Nebenbedingungen. Beispielsweise, wenn ich gerade anmelde, dass ich dann die Buchrelation irgendwie ändern werde, dann möchte ich nicht, dass jemand anders die noch liest. Könnte ja sein, dass ich was rausnehme, was dann plötzlich nicht mehr drin ist. Und die fünfte Ebene, die kennen wir schon im Prinzip. Irgendjemand muss es geben, der weiß, was wo wie gespeichert ist und wie man dann konkret hardwaremäßig darauf zugreift. Also brauche ich eigentlich fünf Schichten und nicht nur diese drei in ANSI/SPARC. Aber die drei in ANSI/SPARC waren eher, naja, nicht philosophische Schichten, aber so konzeptuelle Schichten in dem Sinne, dass ich sage, irgendwie möchte ich das nach unten in alles wegkapseln und hier sage ich jetzt, welche konkreten Sachen muss ich denn eigentlich in so einem Datenbankmanagementsystem haben, damit das funktioniert nach ANSI/SPARC. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen reinzoomt, sieht es plötzlich nicht nur mehr wie fünf Schichten aus, sondern da gibt es jetzt konkrete Sachen, die irgendwas tun. Also ganz oben, man wird jetzt hier auf der rechten Seite, sieht man die fünf Schichten noch. Und hier in diesen grauen Boxen sieht man jetzt, was es da vielleicht als Komponenten in so einem Datenbankmanagementsystem geben muss, sodass diese fünf Schichten tatsächlich am Ende funktionieren. Gucken wir mal ganz unten, das kennen wir, da gibt es die Datenbank, da liegen die Daten, die uns eigentlich interessieren. Okay, das ist ganz nett, also besonders highlighten kann ich hier nicht. Jetzt gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Ein Logbuch, da können wir auch einfach Log dazu wahrscheinlich sagen. Und es gibt so ein Data Dictionary, das hatten wir schon mal irgendwie gehört. Ne? Also das ist so, was gibt es denn in der Datenbank eigentlich, so an Relationen und so weiter. Und irgendwie liegen jetzt eine ganze Menge Komponenten, das sind eigentlich alles Softwarekomponenten dazwischen, die aus der ersten Ebene, wo ich als Anwendung, als Anwender, Anwenderin meine Eingabe reingebe, die dann irgendwie nach unten bis hin zur Datenbank kommen. Da gibt es ganz viele Dinge dazwischen, die ablaufen. Also das, was ich eingebe, wird geparsed. Kennen Sie wahrscheinlich auch schon aus dem einen oder anderen Kontext. Dass es irgendwo reinkommt, muss man erstmal parsen, um zu verstehen, was es ist. Angenommen, so eine SQL-Anfrage kommt rein, muss ich erstmal erkennen, gibt es da ein Select, ein From und ein Where und hinter dem From steht dann eigentlich, aus welchen Relationen das kommen soll. Also dieses Parsing, das macht der Parser. Dann gibt es die Autorisierungskontrolle, die erstmal überprüft, okay, da will jemand mit der Relation Buch was machen, darf der, die das. Gleichzeitig gibt es so einen Pre-Compiler, der auch nochmal versucht, die ganze Anfrage vorzuverarbeiten. Und wenn die jetzt durch die Autorisierungskontrolle gelaufen ist, dann hat der Pre-Compiler gesagt, ist das irgendwie was, was eigentlich nur Daten lesen will oder ist das was, was Daten verändern möchte? Also wenn ich nur lese, muss ich eine andere Verarbeitungspipeline durchlaufen, als wenn ich tatsächlich was ändern möchte. Wenn ich was ändern will, gucken wir erstmal diesen rechten Teil, also ich bin jetzt hier bei diesem Query-Prozessor. Wenn ich es ändern will, gibt es noch einen Optimierer, der sagt, okay, eigentlich war das ja eine deklarative Anfrage, wenn Sie sich erinnern, das, was hier stand, da steht ja nicht, wie das gemacht werden soll, sondern einfach nur, gib mir mal alle Titel, die Perl verfasst hat in der Buchrelation. Wie konkret ist egal, mir als Anwendung. Also ich möchte das deklarativ beschreiben, ich will wissen, was ich als Antwort, also ich kann wissen, was ich als Antwort erwarte, aber ich will nicht sagen müssen, wie das berechnet werden soll. Deswegen gibt es jetzt in diesen fünf Schichten diesen Optimierer,
der sagt, okay, ich versuche jetzt mal die Anfrage so umzubauen, dass ich sie möglichst schnell beantworten kann und benutze dabei auch so Informationen darüber, was es für Zugriffsstrukturen gibt. Also worauf habe ich einen Index beispielsweise? Wenn ich jetzt auf so eine Tabelle besonders schnell zugreifen kann über die Inventarnummer, dann mache ich das. Dann greife ich halt nicht über den Autor zu, weil es dafür vielleicht keinen Index gibt. Der Optimierer, der hat dann einen Zugriffsplan erstellt, den die Zugriffsplanerstellung dann nochmal überprüft und daraus Code erzeugt. Also die Codeerzeugung führt dann dazu, dass tatsächlich irgendwie mal die Anfrage näher an die Datenbank kommt. Die Transaktionsverwaltung wird eingeschaltet und checkt, ob jemand anderes gerade auch noch arbeiten will und stellt sicher, dass, falls ich mehrere Sachen tue, dass die wieder rückrollbar sind, in dem Sinne, falls ich nicht erfolgreich bin, falls das System zwischendrin mal abstürzt oder so, dass irgendwie mitprotokolliert wird, was ich eigentlich machen wollte. Deswegen spricht die Transaktionsverwaltung mit dem Recovery Manager, der schreibt alles mit, was gerade so in der Datenbank passiert und der schreibt das ins Logbuch. Und das Logbuch wird dann später das Mittel zum Zweck sein, falls das Ganze irgendwie abgestürzt ist, um den Rücklauf zu machen, um zu sagen, ja, bei der Transaktion muss ich irgendwie die 3 Schritte rückgängig machen, dann ist die Datenbank im Zustand von vorher. Gleichzeitig wird die Transaktionsverwaltung mit dem Scheduler oder Scheduler, je nachdem, welchen Aussprachestil, amerikanisch, britisch oder sonst was Sie bevorzugen, mit dem sozusagen sprechen, der so einen Plan hat und sagt, wer darf wann was. Und das Ganze wird dann wieder über den Recovery Manager an den Buffer Manager geleitet und an das Logbuch. Der Buffer Manager ist quasi so ein Zwischenpuffer, der sich die Zwischenergebnisse speichert, um am Ende nach oben hin wieder die Rückgabe liefern zu können. Und der Buffer Manager spricht dann mit dem Data Manager und das ist jetzt der, der eigentlich erst mit der Datenbank arbeitet. Also diese Anfrage, die ich hatte, wird 33 Mal gefühlt übersetzt, in verschiedene Softwarekomponenten durchgeschleust und am Ende irgendwann landet sie unten bei der Datenbank und die liefert dann die konkrete Antwort zurück, nämlich, dass es da vielleicht das Perl-Buch gibt. Also nur dieses Heuristics-Buch, wenn wir nach dem Titel fragen wollen. Das Ganze läuft dann wieder nach oben, wird wieder zurück übersetzt und am Ende wird aus diesen konkreten Bits, die unten irgendwo in der Datenbank liegen, wie die Antwort, ja, es gibt das Heuristics-Buch von Perl in der Buchrelation, falls ich die Rechte hatte. Hier unten in den Ebenen 3, 4 und 5 läuft alles gleich, aber in der Ebene 2 ist es anders, falls ich was Update-mäßiges plane. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne den Titel ändern, weil das Buch heißt nicht Juristics, sondern Juristik oder so, ist mir aufgefallen, da ist ein Tippfehler drin, möchte ich ändern. Dann gibt es also nicht den Query-Prozessor, sondern den Update-Prozessor, der erstmal auch überprüft, ist denn danach alles noch in Ordnung, wenn ich das gemacht habe oder hat jemand nebenbei gerade irgendwie was gemacht, was dazu führen würde, dass ich das gar nicht darf, was ich davor habe. Und danach gibt es dann wieder diese ganze Zugriffsplanerstellung und so weiter. Also ein recht komplexer Prozess und die Grundidee ist, dass das Ganze schnell funktioniert. Und dann kann man jetzt sehen, dass da viele Komponenten miteinander interagieren. Und wenn man jetzt garantieren möchte, dass bestimmte auf kleinen Datenbanken Anfragen eben im Millisekundenbereich Antworten zurückliefern, dann muss man sich ein bisschen Mühe geben, dass diese ganzen Komponenten gut miteinander verzahnt sind. Dann kriegt man vielleicht so einen Eindruck davon, was eigentlich im Hintergrund bei so einem Datenbankmanagementsystem passieren muss. Das, was ich jetzt gesagt habe, steht hoffentlich alles nochmal so ungefähr hier, lese ich nicht nochmal vor. In dieser Systemarchitektur von so einem Datenbankmanagementsystem haben wir jetzt also diese ganzen Ebenen gesehen und für verschiedene Ebenen habe ich jetzt verschiedene Sprachschnittstellen. Also es gibt eine Datendefinitionssprache, Data Definition Language, DDL abgekürzt, die dient jemandem, der die Datenbank erstellen will, der sagen will, okay, in meiner Datenbank gibt es jetzt beispielsweise diese Tabellen und in den Tabellen gibt es jetzt jene Attribute, dient dazu, dass man die definieren kann, dass man überhaupt erstmal sagen kann, was es in der Datenbank geben soll. Dann gibt es eine Datenmanipulationssprache, DML, Data Manipulation Language, in der kann ich formulieren, was ich eigentlich ändern möchte, wenn ich was ändern möchte. Also wenn ich einen Buchtitel ändern will, dann mache ich das mit der Datenmanipulationssprache. Und es gibt eigentlich in den meisten Systemen auch noch eine Datenverwaltungssprache, Administration Language, also DAL, die dient mir dazu, irgendwas ganz unten in der internen Ebene dann zu machen. Eigentlich gibt es 3. Heutzutage ist es oft so, dass viele von den Sachen durch SQL direkt erledigt werden können. Also eigentlich gibt es erstmal logisch 3 verschiedene Sprachen, aber man hat dann irgendwann gesagt, warum 3? Wenn ich das alles in eine packen kann, SQL kann vieles davon out of the box erledigen. Das ist also quasi eine Sprache, die all das kann, was ich brauche, um so ein Datenbankmanagementsystem zu architekturen, zu entwerfen. Jetzt haben wir schon oft über diese Relationen gesprochen, weil wir es eben als Beispiel hatten. Also jetzt hier zum Abschluss von diesem Vorlesungsblock noch ein kleiner Einblick, was relationale Datenbanksysteme eigentlich sind. Die gibt es so ungefähr seit Mitte der 60er.
Kott war einer der ersten, der die Idee hatte und hat auch dann den Turing Award dafür bekommen. Und er sagt, im Prinzip lege ich Daten in so Tabellen ab. Also das, was wir eben schon als Tabelle kurz Buch gesehen haben, so stellt er sich vor, dass Datenbanken aufgebaut sind. Viele Tabellen mit vielen Einträgen, viele Zellen, viele Spalten, viele Zahlen. Kann also groß werden. Er sagt, er möchte das Ganze ganz so haben, dass es diese drei Schichten ANSI-SPARC-Architektur erfüllt. Er hat eine standardisierte Datenbanksprache, SQL oder SQL, je nachdem, wie rum Sie es gerne aussprechen wollen, war irgendwann mal die Abkürzung für Structured Query Language. Ja. Er möchte gerne, dass mehr Benutzer erlaubt sind, also diese Anforderungen, die er dann mal aufgeschrieben hatte, die wollte er auch schon mit diesem relationalen Modell dann erledigt haben, und er will Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Außerdem soll es für so ein relationales Datenbankmanagementsystem Werkzeuge geben, die helfen, die Daten zu definieren, anzufragen und irgendwie Ergebnisse anzuzeigen. Also man braucht irgendwie eine Schicht drumherum. Man möchte was Benutzeroberflächenmäßiges haben, sodass also jetzt nicht einfach nur auf Kommandozeile irgendwas zurückkommt oder so. Und man möchte mit so einem relationalen Datenbankmanagementsystem auch Anwendungsprogramme entwickeln können. Also gegen dieses Datenbankmanagementsystem Anwendungsprogramme entwickeln können. Das heißt, es muss irgendwie Schnittstellen geben, über die so ein Anwendungsprogramm damit reden kann. Das hat er so 1975 oder so dann tatsächlich auch mal publiziert, und seitdem sind eigentlich Datenbanken und relationale Datenbanken mehr oder weniger Synonyme voneinander. Wenn man Datenbank sagt, denken heute fast alle, die irgendwie das schon mal gehört haben, relationale Datenbank. Wenn man was anderes meint, muss man das andere konkret betonen. Beispiele, also kleiner Werbeblock, aber ich habe versucht, alle möglichen Sachen hier aufzuzählen, sowas wie DB2 von IBM ist ein relationales Datenbankmanagementsystem, oder Microsoft SQL Server oder MySQL oder MySQL, je nachdem, wie man es wieder ausspricht. Oracle gibt es auch und PostgreSQL und Sybase und so. Falls Sie schon mal MS Access oder DBase als Datenbank benutzt haben, das ist jetzt nicht so eine konkrete relationale Datenbankmanagementsystem-Geschichte, sondern eher so sehr leichtgewichtig. Da fehlt beispielsweise alles, was so irgendwie anfrageoptimierungsmäßig vorgeht. Also es ist eher leichtgewichtig in dem Sinne, dass nicht alles, was Kott sich vorgestellt hat unter einem relationalen Datenbankmanagementsystem, da drin steckt. Wenn man sich jetzt so eine Datenbank anschaut, wo es nicht nur eine Tabelle gibt, sondern zwei, mal so ein bisschen als Beispiel, wieder Szenario Bibliothek, man hat irgendwie Bücher und jemand leiht Bücher aus, also irgendwelche Nutzer, Nutzerinnen der Bibliothek. Man wird jetzt hier beim relationalen Modell davon sprechen, dass der Titel dieser Tabelle der Relationenname ist. Das Schema der Relation sind dann die Attribute, also die Namen der Attribute, hier in dem Fall eine Abkürzung für Inventarnummer und Name von ausleihender Person. Und die konkrete Relation, also die Ausprägung, ist dann hier unten dieser eigentliche Tabelleninhalt. Das ist dann die Relation, und ich werde dann eigentlich versuchen, hier in der Vorlesung das so durchzuziehen. Ein großes geschwungenes R ist immer das Relationenschema. Da steht eigentlich nur drin, was für Attribute gibt es und wie heißt die Relation. Und ein kleines R ist dann die konkrete Ausprägung, also der Tabelleninhalt. Man könnte auch im Informatik-Sprech von der Instanz sprechen. Also der Tabelleninhalt ist die Instanz eines Relationenschemas. Eine Datenbank ist dann eine Menge von solchen Relationen, also eine Menge von Tabellen, und das Datenbankschema ist dann die Menge der Relationenschemata. Also das Schema für diese Datenbank hier hätte zwei Einträge, nämlich, dass es die Relation Ausleihe mit Inventarnummer und Name gibt und dass es die Relation Buch mit Inventarnummer, Titel, ISBN und Autor gibt. Jetzt ist hier noch sowas gezeichnet, eingezeichnet, eine Verbindung zwischen den beiden Inventarnummerspalten. Das ist was ganz Wichtiges im relationalen Denk. Das sind nämlich Schlüsselattribute. Also die Inventarnummer soll eindeutig sein in jeder Relation. Und hier sind sie jetzt noch damit verbunden, dass ich sage, wann immer, also die Inventarnummer ist für ein Buch vergeben, wann immer es eine Inventarnummer in Ausleihe gibt, möchte ich, dass es die auch garantiert in der Relation Buch gibt. So eine Integritätsbedingung, die man dann überprüfen kann als Datenbankmanagementsystem. Dass man sagt, okay, da will jemand ein Buch ausleihen, er gibt mir die Inventarnummer an, die gibt es aber gar nicht in meiner Relation Buch, dann geht das nicht, dann kann ich diese Transaktion nicht durchführen. Und diese Schlüsselverknüpfungen zwischen den verschiedenen Tabellen, die sind ein ganz wichtiger Aspekt beim relationalen Modell, dass man sagt, darüber kann ich erstmal Dinge eindeutig identifizieren in konkreten Tabellen, aber es sind auch Verknüpfungen zwischen konkreten Tabellen, sodass ich jetzt hier zum Beispiel in der Tabelle Ausleihe nicht mehr an mir merken muss, dass der Herr Sürmann oder Frau Sürmann
beim Buch 33.9 das Buch Längengrad von Sobel ausgeliehen hat, sondern ich merke mir nur noch die Inventarnummer. Vorteil, wenig Redundanz. Ich merke mir nicht den Titel und den Autor und die ISBN von so einem Buch mehrmals. Nur an einer Stelle. Und dafür habe ich aber dieses Schlüsselattribut, meistens irgendwie eine künstliche ID oder sowas, vergeben. Und über dieses Schlüsselattribut stelle ich sicher, dass ich keine unnötige Redundanz in meiner Datenbank habe. Ich weiß trotzdem noch, wer hat welches Buch ausgeliehen, aber ich muss es jetzt in zwei Tabellen nachschauen. Der Vorteil ist aber, dass ich jetzt nicht die Daten selbst replizieren musste. Solche Integritätsbedingungen, wie wir jetzt eben gesagt haben, man kann nichts ausleihen, was es nicht in der Tabelle Buch gibt, das führt dazu, dass Datenbankinhalte auf Konsistenz geprüft werden können. Und da gibt es lokale und globale Bedingungen. Also lokal, ich kann zu jedem Attribut irgendwie in einem Relationenschema sagen, was hat es eigentlich für einen Typ? Also ist es jetzt ein String oder ein Integer zum Beispiel. Und dann kann ich lokal als Datenbankmanagementsystem überprüfen, ah, da will jemand ABC in was reinschreiben, wo eigentlich ein Integerwert erwartet wird, das geht nicht. Das ist eine lokale Integritätsbedingung, die kann ich direkt überprüfen. Ganz nützlich, also so eher streng typisiert in dem Programmiersprachensinn. Andere lokale Integritätsbedingungen sind sowas wie Inventarnummer ist Schlüssel oder man sagt manchmal auch Primärschlüssel für Ausleihe. Das heißt, in Ausleihe wird es keine zwei Einträge, keine zwei Zeilen geben, die denselben Inventarnummerwert haben. Dasselbe Buch kann nicht von zwei Personen gleichzeitig ausgeliehen werden. Lokale Integritätsbedingung. Andere lokale Integritätsbedingung ist, im Tabelle Buch ist auch Inventarnummerschlüssel. Das heißt, es wird keine zwei Bücher mit derselben Inventarnummer geben. Es kann zwei Bücher mit derselben ISBN geben. Ich habe ja nicht gesagt, dass ISBN-Schlüssel ist, aber Inventarnummer vergebe ich künstlich so, dass falls ich das Buch zweimal in meiner Bibliothek habe, also mit derselben ISBN-Nummer das Buch einfach zweimal gekauft habe, dann vergebe ich zwei unterschiedliche Inventarnummern. Dann kann man das Buch zwar zweimal ausleihen, aber nicht dasselbe Buch, sondern nur das gleiche Buch. Wichtig, also lokale Integritätsbedingungen. Und global kann man mit diesen Schlüsseln sowas überprüfen wie das, was ich schon gesagt habe, wenn ich was ausleihen will, wird überprüft, ob die Inventarnummer überhaupt im Buch existiert oder ob sie da gar nicht vorhanden ist. Das Stichwort dafür, was wir uns später dann wieder anschauen werden, ist, dass das ein Fremdschlüssel ist. Also die Inventarnummer in der Relation Ausleihe ist ein Fremdschlüssel, den habe ich importiert aus der Relation Buch, wo es der Primärschlüssel ist. Anfrageoperationen in relationaler Algebra eher, also wir gehen jetzt so ein bisschen in diesen formalen Bereich, sehen dann so aus, das, was uns eben so ähnlich in SQL mal angeschaut haben, da klingt es vielleicht ein bisschen besser verständlich, würde in Relationen-Algebra-Ausdruck so aussehen, ein kleines Sigma für Selektion, also S wie Select. Ich möchte einfach mal aus Ausleihe all das selektieren, wo der Name der ausleihenden Person Syrmann ist. Und als Ergebnis bekomme ich wieder eine Relation zurück. Hier in dem Fall einer mit nur zwei Einträgen. Vorher hatte die Relation 4. Wenn ich jetzt aber sage, gib mir nur die, wo der Ausleiher Syrmann ist, also die zwei oben und unten, dann sind die anderen weg. Also das Ergebnis, was ich bekomme, hat nur noch zwei Zeilen. Also Selektion ist das, was im Prinzip diesem Select dann am Ende nicht ganz entspricht. Also muss man ein bisschen aufpassen, das sind so ein bisschen False Friends in SQL. Bei Select sagt man was, also welche Spalten möchte ich haben in SQL. Bei der Selektion mit diesem Sigma, da sage ich, welche Tupel aus der Relation möchte ich eigentlich haben. Und Projektion ist dann eher das, was bei SQL dann Select genannt wird. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber wenn man es dreimal gemacht hat, verwechselt man es nicht mehr. Projektion ist nämlich, dass ich sage, ich wähle bestimmte Spalten aus, also bestimmte Attribute aus einer Relation. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich projiziere, klein pi wie p, Projektion, ich projiziere die Relation Buch nur noch auf die Spalten Inventarnummer und Titel, dann ist halt sowas wie ISBN und Autor weg. Da habe ich eine andere Relation. Ich habe aber sichergestellt, dadurch, dass ich auf Inventarnummer projiziert habe, dass ich immer noch einen Schlüssel habe. Ich könnte ja auch nur auf Titel projizieren. Vielleicht gibt es irgendwie zwei Leute, die ein C++-Buch geschrieben haben und das auch nur C++ hier in meiner Buchrelation heißt, dann kann ich die jetzt nicht mehr voneinander unterscheiden, wenn ich den Titel, die Inventarnummer als Schlüssel nicht mehr dabei habe. Es gibt sowas, das nützlich ist, wenn man tatsächlich die Informationen, die in verschiedenen Tabellen sind, miteinander wieder verknüpfen will. Also in diesem Beispiel Ausleihe und Buch, wo ich mir in Ausleihe eben nicht den Autor und Titel mitmerke oder die ISBN-Nummer, kann ich trotzdem joinen, also verbinden, beispielsweise mit dem Natural Join, den gucken wir uns auch später in der Relationenalgebra ein bisschen genauer an. Damit verknüpfe ich Relationen über den gleichen Attributen, wenn die Werte gleich sind. Also wenn ich sage, ich joine mal die Relation Buch, wenn ich nur Inventarnummer und Titel habe,
mit dem, was ich aus Ausleihe bekomme, wenn ich mir nur die anschaue, die Syrmann sind, dann weiß ich, auf der Folie vorher hatten wir die zwei Zwischenergebnisse. Also das hier ist Ausleihe, nur die, wo Syrmann der Name ist, der Ausleiher. Und hier, das ist die Tabelle Buch auf Titel und Inventarnummer projiziert. Dann weiß ich, worüber joine ich, über das Attribut Inventarnummer. Das ist in beiden vorhanden. Hier habe ich halt nur zwei Inventarnummern, hier habe ich 2, 4, 5. Am Ende muss also was rauskommen mit zwei Inventarnummern. Es werden ja nur die erhalten, wo die gleich sind. Also zu diesem Tupel hier, 3309 Syrmann, wird dann Längengrad noch dazukommen und zu diesem Tupel 4711 Syrmann wird dann noch Glücksformel als Titel dazukommen. Und das ist genau das Ergebnis, was ich dann hier bekomme. Also so ein Join hilft mir dann, die Informationen wieder zusammenzubauen, die ich in so einer relationalen Datenbank verteilt hatte. Diese kann ich dann beliebig kombinieren, dann kommen wir später in der Vorlesung im Bereich Relationenalgebra nochmal dazu. Wie gesagt, der Teil jetzt hier in der Vorlesung ist eher so ein Überblick, was alles später noch kommen wird. Relationenalgebra schauen wir uns eine Weile an. Ist eher ein formales Konstrukt, aber es hilft, dann besser auch zu verstehen, was tatsächlich in SQL passiert. Wenn man das Ganze nämlich in SQL formulieren würde, dann macht man das deklarativ oder mengenorientiert. Deklarativ in dem Sinne, beim Programmieren kennen Sie vielleicht viele imperative Sprachen, wo man direkt sagt, was wie passieren soll. Bei einer deklarativen Sprache sagt man nur, was man haben möchte. Also SQL ist eine ganz klar deklarative Sprache. Ich sage nur, was zurückgeliefert werden soll. Wie das Datenbankmanagementsystem das macht, ist mir egal. Also das Wie ist egal bei einer deklarativen Sprache. Und hier hätte ich jetzt gesagt, okay, ich nehme mal in meine am Ende Ergebnisrelation soll die Inventarnummer kommen. Ich nehme die einfach mal aus Buch, habe die hier so qualifiziert durch diese Punktnotation, die man vielleicht aus der einen oder anderen objektorientierten Sprache schon kennt. Ich nehme Titel und Name. Name ist aus Ausleiher, Titel ist aus der Relation Buch. Die drei Attribute, dafür brauche ich die Relationen Buch und Ausleihe, teile ich beim Formulieren meiner SQL-Anfrage mit. Und jetzt kommt das Selektionskriterium, wo ich sage, der Name soll Syrmann sein, also die ausleihende Person soll Syrmann sein und, das ist jetzt der Natural Join, die Inventarnummer in Buch soll dieselbe sein wie in Ausleihe. Nur diese Tupel möchte ich erhalten. Das ist also quasi der SQL-Ausdruck für das, was wir eben in Relationalgebra geschrieben haben. Man kann in SQL noch andere Sachen machen, man kann Relationen und Sichten definieren. Also SQL ist relativ umfassend, ist jetzt nicht nur die Manipulationssprache, sondern man kann auch die anderen Dinge damit machen. Man kann Konsistenzbedingungen formulieren, Updates durchführen, also Dinge irgendwie ändern. Und es gibt Trigger, die sagen, wenn ich da irgendwie den Titel ändere, dann kommen noch nachfolgende Operationen kaskadierend auf anderen Relationen. Solche Geschichten schaffe ich alles mit SQL. Okay, so viel für heute. Es sind noch ein paar Folien übrig, die machen wir dann nächste Woche einfach weiter. Selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin. Tschüss. Letzte Woche sind wir ungefähr an der Stelle hier stehen geblieben, dass wir gefragt haben, wie sieht es aus mit einem Überblick über die gesamte Vorlesung? Worum wird es gehen? Und wir waren so weit gekommen, dass wir gesagt haben, irgendwie werden wir was mit relationaler Algebra machen, Anfragen in Algebra ausdrücken und auch in SQL ausdrücken. Wir hatten jetzt schon ein erstes Beispiel gesehen, wo eine Anfrage in SQL so ähnlich aussieht wie die, die wir dann tatsächlich in der Relationalgebra vorher ausgedrückt hatten. Die in der Relationalgebra war im Prinzip die, wo wir diese zwei Tabellen miteinander verknüpft haben. Also wir haben schon gesehen, die Denkweise, die wir uns aneignen wollen, ist irgendwie, dass am Ende so eine Datenbank, über die wir später in der Vorlesung sprechen werden, also relationale Datenbanken, dass das quasi Tabellen sind als Analogie. Und dann wollten wir gerne so eine Verknüpfung von zwei Tabellen durchführen. Also eigentlich haben wir die zwei Tabellen hier, Ausleihe und Buch, und wollten dann wissen, wer hat denn, oder welche Bücher hat denn der oder die Frau oder der Herr Syrmann ausgeliehen aus der Bibliothek? Und als Algebra-Ausdruck, damit werden wir uns später in der Vorlesung beschäftigen, nur das, was wir schon mal gesehen haben, war das dann eben so ein Konstrukt und als SQL-Anfrage, eine analoge Anfrage, die auch dieselbe Ergebnismenge zurückliefern sollte, dieselbe Tabelle, hatten wir es dann gesehen, dass das dieses ist. Das sieht ein bisschen formalsprachlicher aus, also so wie es vielleicht von Programmiersprachen gewöhnt sind. Und die Relationalgebra sieht vielleicht so ein bisschen mengentheoretisch logischer aus, wie es vielleicht eher aus theoretischer Informatik oder aus Mathematikvorlesungen gewöhnt sind. Beides werden aber im Prinzip Arten sein, Dinge auszudrücken, die man gegen so eine relationale Datenbank machen möchte. Also irgendwelche Dinge verändern, irgendwelche Anfragen stellen, irgendwelche Ergebnisse zurückbekommen.
Neben diesem einfachen Stellen von Anfragen kann man eben auch Sichten definieren. Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass vielleicht nicht jeder auf derselben Datenbank dieselben Dinge tun können sollte. Wir hatten schon mal über Konsistenzbedingungen gesprochen. Also vielleicht möchte man sicherstellen, dass irgendwie bestimmte Sachen nicht passieren können in der Datenbank mit den konkret eingetragenen Instanzen. Wir wollen die Datenbank gegebenenfalls auch mal verändern, also updaten, vielleicht irgendwelche Einträge löschen, irgendwelche Zahlen drin ändern oder vielleicht auch, wenn irgendwas Bestimmtes passiert, dann darauf reagieren. Das meint dieses Wort Trigger, was jetzt ganz unten auf der Folie steht. All diese Sachen kann man in der Sprache SQL, die heutzutage eine der Standardsprachen ist, um mit Datenbanken zu interagieren, kann man in der Sprache tatsächlich tun. Wichtig bei SQL ist, dass das Ganze nicht wie viele imperative Programmiersprachen so aufgebaut ist, dass man konkret sagt, wie etwas passieren soll, sondern eigentlich nur, was man möchte. Also wenn man sich diese Anfrage ein bisschen genauer durchliest, sieht man, da steht eigentlich nur da, was im Ergebnis passieren soll, aber wie konkret das aus der Datenbank rausgeholt wird, das ist erstmal egal. Also es ist eine deklarative Sprache, würde man sagen, in der ich nur beschreibe, was ich möchte und das System im Hintergrund sich dann darum kümmern muss, dass das korrekte Ergebnis zurückkommt. Wenn man jetzt sagt, ich beschreibe nur, was ich möchte, muss man als nächstes, und das ist immer noch, wir sind immer noch im Überblicksteil zur Vorlesung, sich auch Gedanken darüber machen, ob vielleicht das, was jemand da in SQL oder in relationaler Algebra eingegeben hat, ob das vielleicht noch optimierbar ist. Also man kann sich vorstellen, dass es vielleicht nicht immer die geschickteste Idee ist, eine Anfrage einfach so out of the box zu verarbeiten, sondern vielleicht vorher mal drüber nachzudenken, ob es geschickt ist, bestimmte Sachen vor anderen zu tun. So wie immer, wenn man ein Problem löst, das Datenbankmanagementsystem steht dann ja auch immer vor so einer Problemlösungsfrage. Anfrage kommt rein und das Problem ist, wie kann ich sie schnell beantworten und richtig. Aber das schnell ist in dem Fall das, was ich optimieren möchte, weil eigentlich die Ausgabe immer deterministisch sein sollte. Also die sollte jetzt nicht davon abhängen, wann ich die Anfrage zum Beispiel stelle. Wenn sich die Datenbank nicht geändert hat, sollte das Ergebnis immer dasselbe sein. Angenommen, man hat einen relationalen Algebra-Ausdruck, die nennen wir üblicherweise, benennen wir die mit griechischen Buchstaben, also Ausdruck immer so Alpha und Beta, irgendwie die, die ganz weit vorne stehen. Und in der relationalen Algebra hatten wir ja schon sowas gesehen, wie Sigma und Pi sind irgendwie besetzt mit Selektion oder Projektion. Kommen wir, wie gesagt, später ein paar Wochen in der Vorlesung dann auch nochmal dazu. Aber angenommen, man bekommt einen relationalen Ausdruck Alpha eingegeben als System. Sie können auch denken, das könnte eine SQL-Anfrage sein. Haben wir ja schon quasi uns händewedeln ein bisschen klar gemacht, dass das sehr, sehr ähnliche Sachen sind. Jetzt ist die Frage, die das System für sich beantworten soll, soll ich diesen Ausdruck so beantworten oder so bearbeiten, wie ich ihn reinbekommen habe, oder kann ich damit noch, ohne was zurückzugeben, erstmal Optimierungsschritte durchführen? Also kann ich den umformen, sodass er schneller beantwortbar ist? Also ich möchte Alpha in Beta umformen, wie gesagt, könnte ein relationaler Algebra-Ausdruck sein, könnte aber auch eine SQL-Anfrage gewesen sein. Und gucken wir uns mal ein Beispiel an, angenommen, wir haben nur eine ganz kleine Datenbank, zwei Relationenschemata, Groß R1, also nochmal als Erinnerung, die großen geschwungenen Buchstaben, meistens R wie Relation, sind Relationenschemata. Große nicht geschwungene Buchstaben, wie hier in dem Beispiel A, B und C, die hier stehen, das sind Attribute. Und angenommen, das Relationenschema R1 ist in der Datenbank so instanziiert, also ich habe da Tupel drinstehen, dass das genau 100 Stück sind. Das steht im Prinzip hier. Also R1 soll eine Größe von 100 haben, damit meine ich, die Tabelle hat 100 Zeilen. Und R2 sieht so aus, dass es nicht ganz so groß ist, da sind nur 50 Tupel drin und die haben jetzt ein gemeinsames Attribut. Also sowohl in R1 als auch in R2 steckt das Attribut A drin, jeweils hat es zwei Attribute jedes Schema, aber B und C sind unterschiedlich, aber A mit dem Verwenden desselben Namens möchte ich andeuten, dass das auch dasselbe Attribut ist. Treffen wir noch eine Annahme, ohne dass wir jetzt die Relationen uns ganz genau anschauen. Aber angenommen, es würde in jedem Tupel von R1, also in jeder Zeile von R1, irgendwie A-Werte geben und zu jedem dieser A-Werte, die in R1 auftreten, finde ich auch ein Tupel in R2, was passt. Okay, denken Sie vielleicht, wenn Sie an letzte Woche denken, nochmal dran, dann könnte man darüber joinen. Wir hatten letzte Woche diesen Natural Join gesehen und gesagt, kann man jetzt Dinge zusammenpacken, wo die Attributwerte gleich sind. Okay, hier gibt es jetzt halt nur ein Kandidatenattribut, was man überhaupt überprüfen würde, das ist A. Und joinen möchte ich vielleicht die, die gleich sind. Und jetzt sagt mir hier diese Annahme, im Prinzip finde ich zu jedem Tupel in R1 eins, was ich in R2 über das A-Attribut dran joinen kann, wo die Werte gleich sind. Mindestens eins, vielleicht gibt es mehrere. Die zweite Annahme sagt aber, okay,
Es gibt nur 10 Tupel in R1, die den Wert A4 für das Attribut A annehmen. Also klein A4, das soll jetzt eine konkrete Ausprägung eines Attributs sein. Können Sie sich als irgendeine Zahl beispielsweise vorstellen. Jetzt sind wir noch immer sehr abstrakt gewesen, aber wir haben schon gesagt, es gibt 2 relativ klar beschreibbare Relationen. Die sind nicht riesig und angenommen, ich möchte die irgendwie joinen. Es kommt nämlich so eine Anfrage rein, also Alpha als relationaler Algebra-Ausdruck, wo die beiden gejoint werden. Sie erinnern sich, diese 2 Dreiecke zusammen soll der Natural Join sein. Also da ist implizit steckt da drin, schau bitte mal nach, Auswertungssystem, ob es da Attribute gibt, die gleich sind und für die gleichen Attribute, ob es da Tupel gibt, die genau dieselben Werte annehmen, dann möchte ich die zusammenhängen. Okay, ich mache nicht nur den Join, sondern außenrum steht noch so ein Sigma mit einem Subskript. Das Subskript, wenn Sie sich erinnern, war ja, ich möchte irgendwo drauf eine Selektion durchführen, also auf dieser Relation, die entsteht, wenn ich die beiden hier gejoint habe. Und jetzt frage ich, welche der Tupel in der Relation, die ich da gejoint habe, erfüllen denn jetzt den Wert A ist gleich, also das Attribut groß A ist gleich klein A4, also zum Beispiel 17 oder so, falls A4 17 wäre. Also ich möchte aus dem Zusammenpacken von beiden Relationen alle die Tupel am Ende nur in der Ergebnisrelation haben, die diesen Wert A4 für A annehmen. Okay, das habe ich irgendwie in relationaler Algebra ausgedrückt. Und die Behauptung ist jetzt, dass es natürlich einen zweiten Algebra-Ausdruck mindestens gibt, der dasselbe tut. Ich könnte auch erst auf R1 die Selektion durchführen, also sagen, gib mir mal alle Tupel aus R1, wo das Attribut groß A den Wert A4 annimmt. Könnte ich zuerst machen und dann mit R2 join. Wenn man kurz drüber nachdenkt, was eigentlich dieses Join bedeutet und Selektion bedeutet, sieht man dann, dass das dasselbe Ergebnis liefern wird. Nämlich die 10 Tupel, von denen wir angenommen haben, dass die, dass der Kollege, mit dem ich die Vorlesung mache, vielleicht hat er zugehört und gesagt, Herr Hagen hat was Falsches gesagt, aber ich lehne das mal ab, ich gehe jetzt mal nicht ran, sorry. Also es gibt 10 Tupel in R1, die tatsächlich diese Selektionsbedingungen erfüllen, die hier an diesem Selektoroperator, also griechisch Sigma, wie Selektion, die an diesem Selektionsoperator dranstehen. Und das heißt, wenn ich erst auf die projiziere, beziehungsweise aus dieser R1-Relation nur die auswähle, die das tatsächlich erfüllen und danach mit dieser Relation R2 joine, passiert nichts anderes, als dass ich vorher die beiden joine und sage, okay, es wird groß und dann nehme ich nur die, die tatsächlich das erfüllt haben. Also das Ergebnis sollte dasselbe sein und die Ausführreihenfolge ist aber ein Unterschied. Und die Behauptung ist jetzt, dass das eine viel langsamer laufen wird als das andere. Haben Sie eine Idee, welches? Also ich behaupte, eins von den beiden ist viel schlechter im Sinne der Effizienz einer dieser Ausdrücke als der andere. Was würden Sie sagen, welcher? Es gibt ja nur 2 Chancen. Ja, bitte? Ich würde sagen, dass der erste langsamer ist. Okay, Sie sagen, der erste ist langsamer. Und jetzt kommt die ganz wichtige Frage, warum? Weil wenn man den zweiten anguckt, der dort zuerst alle ausgefüllt hat, die das gut angelegten Wert hat, und da kommt halt 4 raus und danach muss das gejoint werden. Und dann muss das linke Teil, das gejoint wird, hat nur 4 Elemente. Und somit muss auf der linken Seite nur immer mit 4 Elementen. Sie meinen 10, wenn Sie 4 sagen, aber Sie, ja. Also es gibt 10, die dieses, okay, genau. Also so die Begründung, ich wiederhole sie nochmal für alle, die das jetzt nicht über das Mikrofon gut hören konnten. Die Begründung, die Sie gegeben haben, ist richtig und ich schreibe sie mal konkret auf. Habe da was vorbereitet. Also das Ergebnis ist dasselbe oder das gleiche, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Ob man sagt, wenn ich es zu 2 unterschiedlichen Zeitpunkten ausrechne, ist es nur das gleiche Ergebnis und nicht dasselbe. Muss man philosophisch drüber nachdenken. Also im Prinzip ist die Tabelle, die rauskommt, gleich. Und der Auswertungsaufwand, haben Sie richtig gesagt, bei dem ersten muss ich viel mehr machen als bei dem zweiten. Und was passiert nämlich bei dem zweiten, wenn wir genau hinschauen? R1 hatte vorher 100 Einträge, also 100 Zeilen. Und wenn ich jetzt die Selektion auf R1 durchführe, weiß ich aus Grund dieser Annahme hier, dass es nur 10 Einträge danach sein werden. Und jetzt joine ich diese 10 Einträge und schaue bei den 10 immer, okay, für jedes Tupel in R2 passt das Tupel dran. Also ist da dieser Wert auch der gleiche Wert in diesem Attribut A. Und das muss ich dann für alle aus R2 machen. Ich habe also
alle Tupel aus der R1-Relation hier einmal durch diesen Selektionsoperator gejagt. Da schaue ich mir also jedes Tupel an und frage, ist denn der Wert da A4 an der Stelle? Also habe ich 100 Sachen gemacht. 100 Mal geschaut, ist das denn A4? Bei 10 hatte ich Erfolg. Und die 10, die gehen dann hier rein und die joine ich mit den 50 aus der R2-Relation. Also 10 mal 50 Sachen, die ich machen muss. Ich muss immer für jedes schauen, in R2 passt denn dieser A4-Wert. Und dann muss ich entsprechend, wenn er passt, die entsprechenden Einträge in meine Ausgaberelation packen. Also alle jeweils zusammen, wo dieser Wert derselbe ist. Ja? Verstehe ich das richtig, dass die Zusammenfassung unten sozusagen da Code sind, dass mit dem Job OP Select OP? Dass das was ist, sorry? Dass es da Code ist von C oder je nachdem, was Sie gesagt haben, jetzt zu lesen. Nee, das ist wie oft muss ich, also wie viele Tupel schaue ich mir an. Die Frage ist, ob das Code ist. Ich weiß nicht genau, was Sie mit Code meinen, aber der Join-Operator ist dieser hier. Und der Join-Operator, der schaut sich ja, wenn man zwei Tabellen miteinander joint, hatten wir letzte Woche kurz angeschaut, dann schaut der, gibt es Tupel, die auf einem konkreten Attribut, was beide Tabellen sozusagen enthalten, gibt es da Tupel, die denselben Wert drin haben? Gibt es in der einen Relation an der Stelle A, also A ist hier das Attribut, was beide haben, R1 und R2, gibt es an der Attributstelle A einen gleichen Eintrag? Und wenn es den gibt, dann sage ich, okay, ich schreibe das Ergebnis in die Ergebnisrelation. Und jetzt muss ich für jedes dieser, in dieser Ausführung hier in der unteren, für jedes dieser Tupel, was hier drin steht, da wissen wir, es sind 10 Stück, mit jedem dieser Tupel, das hier drin steht, diesen Vergleich durchführen. Und das meine ich mit Operation. Dass der Vergleich vielleicht intern in irgendeiner Programmiersprache dann noch ein bisschen ausführlicher ist, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach, wie oft wird ein Vergleich durchgeführt hier an der Stelle. Ja. Genau, es gibt, die Frage ist, ob es noch einen dritten Weg gibt. Klar, es gibt noch ein paar mehr Wege. Ich könnte auch vorher noch was ganz anderes machen. Und ich wollte Ihnen nur zeigen, dass es Algebra-Ausdrücke gibt, beziehungsweise Anfrage-Ausdrücke gibt. Das gleiche gilt für SQL, die sich sehr stark unterscheiden in der Laufzeit. Die Laufzeitannahme, die ich hier machen würde, ist, jede Operation dauert ungefähr gleich lang. Das, worauf wir hinaus wollen, was Ihr Kommilitone auch schon gesagt hat, ist, okay, wenn ich erst die Selektion durchführe, mache ich die eine Relation viel kleiner. Da habe ich 100 Operationen aber für gebraucht. Okay, die habe ich erstmal investiert, aber es zahlt sich dann aus, wenn ich diesen Join-Schritt durchführe, dass ich halt da nur 500 Mal was machen muss. Wohingegen ich vorher, wenn ich gar nichts mache, dann joine ich erst. Okay, dann habe ich 100 auf der einen Seite und 50 auf der anderen. Muss ich 100 mal 50 mal gucken, passt ihr zusammen, ihr Tupel? Und da ich hier oben gesagt habe, es gibt zu jedem ein passendes, weiß ich, dass es hier mindestens 100 mal 50 Selektionen geben musste. Könnten auch mehr sein, wenn da immer mehr zusammenpassen. Also diese gejointe Relation, die könnte auch noch, nochmal von vorne. Ich weiß, zu jedem in der 1 gibt es eins, was in der 2 steht. Könnte sein, dass es mehr sind. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es genau eins ist. Dann habe ich am Ende nach diesem 100 mal 50 Join Geschichten, habe ich eine Relation mit 5000 Einträgen und jetzt muss ich diese 5000 Zeilen durchgehen und fragen, trifft denn da dieser Attributwert für A zu, dass das nämlich den Wert A4 annimmt. Also muss ich hier 5000 Sachen machen, um zu joinen und nochmal 5000 Sachen machen, um dann dieses riesige gejointe Ding nochmal durchzugehen, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Können es mehr sein? Was habe ich denn geschrieben? Zu jedem Tupel gibt es eines mit passendem A-Wert in R2. Ne, dann meine ich genau eins und deswegen habe ich hier genau 100 mal 50 hingeschrieben. Also insgesamt habe ich 10.000 Sachen gemacht, 10.000 Operationen durchgeführt. Und wenn ich es aber anders durchgeführt hätte, auf diesem Beta-Prozess, erst Selektion, dann Join, habe ich nur 600 gemacht. Dann kann man sich vorstellen, es waren jetzt kleine Relationen, wenn die Relationen größer werden, es macht schon Sinn, darüber nachzudenken, in welcher Reihenfolge man Dinge tut. Weil man schnell mal eben sehr, sehr viel Aufwand in irgendwas reinsteckt. Und am Ende ist das Ergebnis, hat man gesagt, das Gleiche. Also da würden die meisten ja wahrscheinlich den schnelleren Rechenweg bevorzugen. Dazu kommen wir vielleicht später in der Vorlesung nochmal, aber so eine Faustformel, die man sich immer merken kann, ist so eine Selektion, also Auswahl aus Relationen, die kann man eigentlich immer versuchen, so weit nach innen zu ziehen wie möglich. Also ich sollte die Selektion möglichst zeitig durchführen, weil solche Selektionen üblicherweise dazu führen, dass Relationen kleiner werden. Ich habe ja hier aus der Relation R1 nur die Tupel ausgewählt, die eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. In dem Fall waren es nur 10 statt 100. Also so eine Selektion sollte ich möglichst weit innen durchführen. Also als allererstes versuchen,
die Sachen möglichst klein zu machen, weil dann die Hoffnung ist, wenn ich dann später mit denen weiterrechne, mit den Relationen, habe ich weniger Zeilen, über die ich dann später iterieren muss. Also das ist so eine Faustformel, kann man sich gleich zuerst merken, Selektion möglichst weit vorne im Prozess durchführen. Es ist nicht so leicht, dass ich mit diesen Faustformeln besonders weit komme, aber wenn ich komplexere Anfragen habe, kann man dann tatsächlich schon mal ein bisschen Rechenzeit investieren vorher, also Nachdenkzeit sozusagen, um die Anfrage noch schneller ablaufend zu lassen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch Nachdenken nochmal vielleicht 1000 Zeiteinheiten, 1000 Operationszeiteinheiten gebraucht hätte, um die Anfrage zu optimieren, wäre ich immer noch deutlich besser gewesen, als einfach stur die Originalanfrage mit dem Join zuerst und dann die Selektion zu machen. Also da zahlt es sich oft aus, ein bisschen Zeit zu investieren, um die Anfrage zu optimieren. An irgendeinem Punkt muss ich dann natürlich auch irgendwie sagen, na, jetzt bin ich mir relativ sicher, viel besser wird es nicht, jetzt führe ich die Anfrage mal aus als Datenbanksystem, was dann im Hintergrund läuft. Aber Anfragen sind nie optimal, in dem Sinne, dass die Sprache ja sowieso nur deklarativ ist. Frage? Also die Frage ist, ob das Datenbanksystem die Anfrage optimiert oder ob das der Mensch machen soll oder der Nutzer, die Nutzerin. Das System muss das machen. Darauf will ich hinaus. Die Anfragesprache SQL oder relationale Algebra, die ist deklarativ. Als Benutzer sagt man nur, was man gern hätte. Das ist angenehm aus Nutzersicht. Und das System hat jetzt den schweren Job und sagt, okay, da habe ich was bekommen, jetzt mache ich es mal besser. Normalerweise meldet das System das nicht zurück. Das System gibt mir irgendwie das Ergebnis und hat mir jetzt aber nicht gesagt, ja, die Anfrage, die war schlecht. Also Nutzer ausbilden oder so ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass man als Nutzer, Nutzerin von so einem Datenbanksystem einfach die Anfrage deklarativ beschreibt. Und damit meint man, ich sage einfach nur, was ich gern haben möchte. Und das System muss sich jetzt darum kümmern, wie. Also wie wird es ausgeführt, in welcher Reihenfolge werden die Operationen durchgeführt. Das ist nett, also darauf wollte ich hinaus. Das ist schick, dass das so ist. Ansonsten müsste man ja selber vorher irgendwie lang drüber nachdenken. Im Hintergrund passiert dann aber sowas wie das, was wir jetzt uns hier auf der einen Folie angeschaut haben, dass das System halt so ein paar Pläne macht, also überlegt, könnte ich so oder so machen und vorher versucht, überschlagsmäßig auszurechnen, wie viel Zeit, wie viele Operationen das kosten wird. Das, was wir jetzt hier so unten auch Pi mal Daumen ausgerechnet haben. Da geht natürlich viel mit Schätzen einher, gerade wenn die Ausdrücke dann komplexer werden und noch ein bisschen mehr verschachtelt, dann kann man das nicht mehr ganz exakt bestimmen, aber wenn man gut schätzen kann, kann man eben viele Anfragen noch schneller ablaufen lassen, als einfach mal so out of the box das Deklarative der Reihe nach abzuarbeiten. Frage? Weil die Selektion auf R1 läuft und R1 hat 100 Tupel. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man die Selektion auf R2 macht und dann mit R1 joint, aber meistens ist es auch, wir haben jetzt hier keine Annahme getroffen, wie viele es in R2 gibt, die dieses A gleich A4 hat, deswegen habe ich es auf R1 gemacht. Man könnte jetzt überlegen, wenn es vielleicht ähnlich ist, prozentual, muss man nochmal schauen, ob es vielleicht günstiger ist, das auf R2 zu machen. Aber die Annahme, die wir bis jetzt getroffen haben, ist, wir wissen nur was über R1. Vielleicht weiß das Datenbankmanagementsystem auch nicht genau, wie viele Tupel in R2 einen konkreten Wert haben. Das sind meistens Zusatzinformationen, die man sich irgendwann mal als Zusatzstatistik in so eine Datenbank speichert und sagt, okay, ich weiß, in R1 gibt so und so viele, die diese Werte annehmen. Das benutze ich jetzt zum Optimieren. Wenn ich über R2 nichts weiß, dann kann ich schlecht was da zum Optimieren benutzen. Wenn ich die Annahme treffen würde, in R2 ist es auch sowas wie 10%, dann könnte ich erst R2 klein machen und wüsste, ich brauche 50 Schritte, um dann 5 auszuwählen und dann habe ich nur 5 mal 100 Join, wäre ich noch ein bisschen besser. Aber über R2 weiß ich hier in dem Fall erstmal noch nichts. Das ist manchmal auch tatsächlich so, dass ich als Datenbankmanagementsystem, wenn ich so eine Anfrage optimiere, gerade über die Zwischenrelation, also all das, was zwischendrin passiert, das, was wir hier so ein bisschen versteckt haben, dass ich so eine Selektion erstmal auf so einer Tabelle durchgeführt habe, dann kann man sich vorstellen, so im Speicher liegt so ein Zwischenergebnis, also diese Zwischenrelation, wo dann nur noch 10 Einträge drin sind, das kann ich manchmal wirklich nur so Pi mal Daumen schätzen, da habe ich keine konkreten Informationen drüber. Und manchmal ist es so, dass ich als Datenbankmanagementsystem eben nicht den optimalen Ausführungsplan entwickle, sondern einen, der halt besser ist als andere, die ich angeschaut habe. Also die Garantie kann ich nicht abgeben, dass das der beste ever ist. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie viel Wissen ich auch habe als Optimierungsverfahren.
Okay, aber es gibt, wie gesagt, gibt nicht nur zwei Arten, diese Anfrage auszuführen, sondern ich hätte auch die Selektion hinten machen können auf R2. Da weiß ich ja auch, es gibt das A-Attribut, da muss es auch welche geben, die den Wert A4 annehmen. Hätte aber auch vielleicht sein können, dass in R2 alle Tupel diesen Wert A4 annehmen für das A-Attribut. Dann hätte ich nichts gekonnt, dann hätte ich es nicht kleiner gemacht. Aber ich wusste es hier an der Stelle einfach nicht. Okay, sonst noch Fragen an der Stelle? Gut, es soll nur so ein kleiner Ausblick sein. Könnte sein, dass wir in der Vorlesung nochmal genauer darüber sprechen und das wird dann eher so in Richtung Schätzen von, wie groß sind denn Zwischenergebnisse sein und das benutzen, um abzuschätzen, wie gut so eine Ausführungsreihenfolge sein wird. Grenzen wir nochmal kurz ab, hatten wir letzte Woche schon mal so ganz kurz angefangen, aber nochmal zusammenfassend für diesen Abschnitt, der quasi Einleitung ist. Wir haben schon ein paar Sachen gesehen, die später in der Vorlesung deutlich tiefer nochmal kommen. Was war das jetzt gleich wieder? Was sind relationale Datenbankmanagementsysteme? Wie unterscheiden die sich von anderen Sachen? Na, so ganz grob könnte man sagen, ein Datenbanksystem verarbeitet relativ strukturierte Daten. Wenn man sagt, das, was ich mir als Tabelle vorstelle, damit unterstelle ich eine Struktur, dass ich nämlich weiß in der Tabelle, was sollen die Spalten bedeuten. Also eine Spalte ist Gehalt, eine Spalte ist irgendwie Name, eine Spalte ist Vorname oder so, dann habe ich da irgendwie eine Struktur auf die Daten gelegt. In einem Datenbanksystem geht man also von strukturierten Daten aus, zumindest einer relativ flachen Struktur, also so, dass ich für bestimmte Dinge weiß, was es ist. Dahingegen sowas wie eine Suchmaschine oder Information Retrieval System, da verarbeitet man eher unstrukturierte Daten. Also ich gehe davon aus, da gehen Texte, Bilder, Videos und sonst was rein und irgendwie kommt eine Anfrage und ich soll diese Texte, Bilder, Videos zurückgeben, die dafür relevant sind. Ich habe aber eher weniger Struktur, außer dass ich weiß, ein Text hat vielleicht eine Überschrift oder so, aber ich weiß jetzt nicht ganz konkret, das hier ist ein Gehalt. Das muss ich erst womöglich als Suchmaschine noch rausfinden und sagen, Dokumente, die bei mir reingehen, da schaue ich nochmal, wo sind Telefonnummern, wo sind Namen, wo sind Gehälter oder so. Bei einer Datenbank ist das normalerweise vorgegeben. Also Datenbanken eher strukturiert, Information Retrieval Systeme eher unstrukturierte Daten, die man verarbeitet. Und beides zusammen ergibt dann irgendwie so diesen Begriff der Informationssysteme. Also meine Arbeitsgruppe heißt Datenbanken und Informationssysteme, da ist kein Bindestrich, sondern man sagt halt, Datenbanken ist irgendwie so ein Ding, was war früher mal wichtig und am Ende sind sie für mich eigentlich alles nur Informationssysteme. Also Dinge, die Daten verwalten und als Mensch will ich dann irgendwie sinnvolle Daten rausbekommen, nützliche Daten und das sind dann Informationen. Und mit diesen Informationen mache ich irgendwann den großen Durchbruch und habe neues Wissen generiert oder so. Also aus Daten wird Information, aus Informationen wird Wissen und die Systeme selbst haben aber erstmal nur Daten in sich. Es gibt noch so ein paar Sachen, die hatten wir auf einer der ersten Folien so ein bisschen abgegrenzt. Wenn man jetzt sagt, wie sieht es denn aus, wenn ich garantierte Antwortzeiten möchte von dem System? Die relationalen Datenbankmanagementsysteme versprechen schon auch alle, dass sie schnell sind, aber garantierte Antwortzeiten eher schwierig. Also für sowas wie Realzeitanwendung, wo ich in Sekundenbruchteilen auf irgendwas reagieren muss, da würde man wahrscheinlich nicht auf ein klassisches relationales Datenbanksystem setzen, sondern eher auf sogenannte Echtzeit-Datenbanksysteme. Das ist ein bisschen was anderes. Also ein relationales Datenbankmanagementsystem oder Datenbanksystem, das garantiert meistens keine Antwortzeit, sondern sagt, naja, ich brauche halt einen Moment, ich optimiere die Anfrage, ich gebe dann irgendwann das Ergebnis zurück, aber ich verspreche jetzt nicht, dass das innerhalb von 100 Millisekunden passiert ist. Systeme, die Expertenwissen speichern sollen, da geht man üblicherweise davon aus, dass es relativ viele Objekttypen oder als Informatik-Sprech relativ viele Klassen gibt und im Vergleich zu diesen sehr, sehr vielen Klassen hat jede Klasse relativ wenige Instanzen. Also es gibt insgesamt nicht so viele Objekte. Also es gibt natürlich wahrscheinlich mehr Objekte als Klassen, aber man geht davon aus, dass wenn ich irgendwie Expertenwissen abspeichern will, Wissen über die Welt oder so, dass es dann gar nicht so viele Objekte im Vergleich zu der Anzahl der Klassen gibt, wie es vielleicht sonst beim objektorientierten Programmieren so gewohnt ist, dass man wenige Klassen hat und viele Objekte. Hier ist es so, es gibt schon auch viele Objekte, aber relativ gesehen nicht so viel mehr, als es Klassen gibt. Und Anfragen gegen so ein Expertensystem, also wenn ich jetzt so ein Expertensystem frage, was würde denn ein Mensch tun oder so, dann sind Anfragen eher Inferenzoperationen, dass das Expertensystem also versucht, Schlussfolgerungen aus dem Wissen, was in ihm gespeichert ist, zu ziehen. Ist auch ein bisschen was anderes als das, was eine Datenbank macht. Eine Datenbank schlussfolgert überhaupt eigentlich nicht, also eine relationale, die gibt mir halt alle Mitarbeitenden, die ein bestimmtes Gehalt haben, zurück. Ja? Ich muss ganz ehrlich fragen, sind Anwendungsbeispiele klausurrelevant? Die Frage ist, ob Anwendungsbeispiele klausurrelevant sind. Was meinen Sie damit? Also klausurrelevant verstehe ich, aber was meinen Sie mit Anwendungsbeispielen? Naja, zum Beispiel beschreiben Sie jetzt einen Aufbau Informationssysteme und das ist
Sie sagen, okay, die Auflistung hier sind Anwendungen. Ja, in gewisser Weise schon, aber ich meine diese Auflistung hier als, das sind keine relationalen Datenbankmanagementsysteme oder das sind keine Anwendungen, die ich klassischerweise mit einem relationalen Datenbankmanagementsystem lösen würde. Das sind Sachen, wo ich was anderes brauche. Das wollte ich nur noch mal sagen, im Sinne von, wir grenzen es mal ab. Ja, und wenn Sie jetzt fragen, ob es klausurrelevant ist, alles ist klausurrelevant. Ich werde Sie jetzt nicht nach Jahreszahlen oder so fragen, wann der Herr Kott geboren wurde oder so, das nicht. Aber vielleicht gibt es eine Multiple-Choice-Frage, wo ich sage, sind denn Echtzeit-Datenbanksysteme typischerweise relationale Datenbanksysteme? Und dann sagen Sie ja oder nein und die Antwort ist richtig oder nicht. Also auf die Frage, die können Sie mir immer mal wieder stellen. Manchmal sage ich vielleicht irgendwas, das frage ich wahrscheinlich nicht in der Klausur. Ansonsten ist meine Standardantwort, natürlich ist das klausurrelevant. Ja. Okay. Genau, also sowas wie Expertensysteme oder so würde man wahrscheinlich klassischerweise nicht eine relationale Datenbank in den Hintergrund legen. Wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, da war ja so das einführende Beispiel, dass irgendwie überall Datenbanken im Hintergrund liegen. Bei Webanwendungen, so wie diesem Hotelbuchungssystem oder so, liegen irgendwie Datenbanken dahinter. Und hier schreibe ich jetzt wieder so ein paar Sachen auf, wo am Ende irgendein Datenbanksystem dahinter liegt, aber es wird wahrscheinlich keines dieser Datenbanksysteme sein, die wir uns in der Vorlesung dann später anschauen. Kein relationales Datenbanksystem. Also bei sowas wie, weiß ich nicht, Gebäudeinformationen oder Landkarten zu speichern, das ist jetzt nicht die klassische Domäne von relationalen Systemen, sondern würde man ein Geoinformationssystem halt nehmen, die auf die konkrete Anwendung besser angepasst sind als so dieses relationale Datenbankmanagementsystem. Das ist jetzt nicht, ich benutze das nicht, um zu sagen, das ist Mist, relationale Datenbankmanagementsystem, aber wie vieles hat es eben Grenzen. Es ist sehr, sehr gut in vielen, vielen anderen Sachen, die wir uns später in der Vorlesung anschauen. Zeitreihendaten oder so wird man aber wahrscheinlich auch nicht in einem relationalen Datenbanksystem speichern. Oder sowas wie Data Mining ist eigentlich auch irgendwie was anderes als Datenbanken. Man sich überlegt, was Data Mining ist. Also bei einer Datenbank sage ich, ich habe irgendwie strukturierte Daten und die Struktur gebe ich aber eigentlich vor. Da kommen wir heute dann noch dazu, wenn wir uns gleich mit dem Entwurf von Datenbanksystemen beschäftigen. Also bei einer Datenbank gehe ich davon aus, ich kenne die Struktur in den Daten und ich bilde die in diesen Relationen beispielsweise, also bei einem relationalen Datenbanksystem. Data Mining meint eher das konkrete Gegenteil. Ich habe irgendwie Daten und ich weiß überhaupt nicht, was da die Struktur drin ist. Und ich möchte die Strukturen erkennen, die da vielleicht drin liegen und möchte Maschinen benutzen, um diese Strukturen zu erkennen und vielleicht Schlussfolgerungen mit den Strukturen durchzuführen. Also Data Mining und Datenbanken würde ich relativ stark trennen. Bei Datenbanken weiß ich, was die Struktur ist, bei Data Mining weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Struktur gibt. Also da weiß ich eher sehr, sehr viel weniger. Natürlich sagen viele, sie machen Data Mining in den Datenbanken. Dann meint man aber mit Data Mining wieder, dass ich eigentlich gar nicht die Strukturen kenne, die ich dann in den Datenbanken suchen möchte. Ich weiß zwar, es sind Relationen in den Datenbanken und dass da vielleicht Gehälter drinstehen oder Matrikelnummern oder so, aber die Strukturen, die kenne ich nicht. Und die will ich erst mit Data Mining finden. Wenn ich aber eine Datenbank entwerfe, muss ich die Struktur vorgeben. Dann kommen wir heute dann gleich noch dazu. Mal noch mal kurz schauen, was wir dann in der Vorlesung so ein bisschen uns noch genauer anschauen werden. Manche Sachen ein bisschen mehr im Detail, andere Sachen ein bisschen weniger im Detail. Was muss man denn machen, wenn man jetzt so ein relationales Datenbankmanagementsystem bauen möchte? Also wir haben jetzt gesagt, für manche Szenarien geht es nicht, aber für die meisten ist es doch das Mittel der Wahl immer noch, 50 Jahre nach ihrer eigentlichen Entwicklung. Oder der Entwicklung der Idee. Ja, es gibt so verschiedene Schritte, die man in einem Prozess durchlaufen würde, wenn man ein solches Ding bauen will. Als erstes würde man über den konzeptuellen Entwurf nachdenken müssen. Das ist der nächste Vorlesungsabschnitt. Kommen wir dann also gleich in wenigen Minuten noch ein bisschen genauer dazu. Da würde man fragen, was möchte ich denn eigentlich für einen Ausschnitt der realen Welt in der Datenbank abspeichern? Also irgendwie muss ich drüber nachdenken, wie bei einem Softwareentwurf auch. Was sind denn die Dinge, die irgendwie wichtig sind und in welchen Beziehungen stehen die zueinander und was können die Dinge vielleicht, bei Software denke ich drüber nach, was können die Dinge tun? Bei Datenbanken denke ich eher drüber nach, welche Beziehungen gibt es denn zwischen den Dingen der realen Welt? Also irgendwie muss ich modellieren können. Und die klassischen Werkzeuge dabei ist das Entity-Relationship-Modell oder eben sowas wie UML. Hier in der Vorlesung gucken wir uns aber das Entity-Relationship-Modell ein bisschen genauer an. Wenn ich dann diesen konzeptuellen Entwurf durchgeführt habe, werde ich, um ein relationales Datenbanksystem zu erstellen, einen relationalen Entwurf durchführen müssen und fragen, das, was ich in meinem konzeptuellen Entwurf als Entitäten und Beziehungen zwischen den Entitäten modelliert habe, was davon kommt denn in welche Tabelle? Also ich sage jetzt wieder Tabelle, eigentlich meint man damit immer Relation. Was speichere ich in welcher Tabelle ab? Irgendwie muss ich das umsetzen. Das, was rauskommt, ist dann das Relationenmodell. Okay?
Dann muss ich irgendwann sagen, jetzt will ich es aber doch mal in einen konkreten Rechner abbilden und ich muss jetzt das, was ich im Relationenmodell habe, wo ich im Prinzip schon die Denkweise habe, es gibt Tabellen und die Tabellen enthalten Spalten und die Spalten sind Attribute, die bestimmte Werte annehmen. Jetzt muss ich dann irgendwie sagen, wie soll es denn jetzt als Datenbank aussehen? Ich bin immer noch erstmal im Abstraktmodell und jetzt mit so einer Sprache wie SQL oder eben der Data Definition Language, das ist auch ein Teil von SQL eben, muss ich jetzt sagen, wie möchte ich die Relationen, die Tabellen, die ich im Relationenmodell mir ausgedacht habe, wie möchte ich die konkret in meiner Datenbank benennen und wie setze ich die zusammen? Also da benutze ich das erste Mal jetzt diese formale Sprache und wie gesagt, Data Definition ist ein Teil von SQL, kann ich alles mit SQL erledigen. Wie setze ich das in der Datenbank um? Wenn ich die Daten definiert habe, muss ich dann irgendwann sagen, jetzt brauche ich aber auch was, womit ich Anfragen gegen die Daten stellen kann. Also ich habe die Tabellen irgendwie gefüllt, das mache ich auch mit SQL. Habe die eingelesen, vielleicht irgendwas, was ich in irgendeiner Textdatei stehen hatte oder so, an Gehaltsinformationen oder Matrikelnummern oder so. Und jetzt muss ich dich Anfragen dagegen stellen, da brauche ich auch eine Sprache. Wir hatten gesagt, Data Manipulation Language oder so, SQL kann das. Deswegen steht es hier immer wieder vorne. Oder ich möchte irgendwie Änderungen durchführen. Vielleicht möchte ich eine bestimmte Relationen löschen, also eine Tabelle löschen oder irgendwelche Relationen zusammenführen oder so. Und dann wäre es sowas wie Administration. Dann brauche ich die Data Administration Language. Aber auch das ist ein Teil von SQL. Im Prinzip brauche ich, um mit einer relationalen Datenbank zu sprechen, eigentlich nur SQL. Und am Ende, wenn die Datenbank die ganze Zeit läuft, muss ich natürlich so ein bisschen beobachten, ob sie tatsächlich gut läuft oder ob es irgendwo langsamer wird, ob der Hauptspeicher voll läuft oder ob es vielleicht mal Sinn macht, einen zweiten Rechner daneben zu stellen, weil irgendwie die Datenbank zu groß wird. Das ist dann eher so dieser Bereich Qualitätssicherung, wo ich mich darum kümmere, dass das ganze System am Laufen bleibt und vielleicht auch mal aufschreibe, wie ich mir das vor 10 Jahren alles gedacht habe. Also so, dass es jemand später auch noch verstehen kann. Das sind dann eher so formalere Kriterien, die man dann in natürlicher Sprache manchmal aufschreibt oder vielleicht auch in einer formaleren Sprache, die dann sowas wie Konsistenz oder Effizienz oder was sicherstellen soll. Und durch diesen Prozess werden wir jetzt in verschiedenen folgenden Vorlesungsabschnitten ein bisschen genauer gehen. Also im nächsten schauen wir uns ein bisschen Entity-Relationship-Modell an. Das heißt, wir wollen erstmal drüber nachdenken, so ähnlich wie bei einer Software-Entwurfsphase. Was muss man denn als erstes machen, wenn man eine konkrete Aufgabe gegeben hat in irgendeiner Firma oder so und sagt jemand, bau uns mal eine Datenbank für X. Jetzt muss man erstmal dran gehen und fragen, was ist denn X eigentlich? Und danach wird man dann diese Datenbank tatsächlich irgendwann im Rechner abgebildet haben, die Daten speichern und dann mit SQL, kommen wir später dazu, tatsächlich auch manipulieren oder immerhin anfragen können. Ansonsten, falls jemand mal Datenbankentwurf und nicht konzeptueller Datenbankentwurf sagt, das ist nicht schlimm. Die meisten Leute meinen, wenn sie Datenbankentwurf sagen, nicht das Ganze, sondern nur diesen konzeptuellen Teil oder manche sagen konzeptionell, das ist alles eher synonym. Ja, und wenn ich irgendwie drüber nachdenke, was gibt es noch neben den relationalen Datenbanken, das sind dann so diese Nicht-Standardaufgaben. Also Standardaufgaben würde man sagen, da schmeiße ich eine relationale Datenbank drauf. Nicht-Standardaufgaben sind die Beispiele, die ich Ihnen vorher genannt habe zum Beispiel. Da gibt es sowas wie NoSQL, also NoSQL-Datenbanken, die im Prinzip viele davon einfach Hash-Tabellen sind. Aber das ist ein ganz anderer Zweig, den werden wir hier in der Vorlesung nicht genau beleuchten, sondern wir beschäftigen uns mit relationalen Datenbanken. So viel erstmal zur Einführung. Gibt es bis hierhin noch Zwischenfragen von Ihnen?